The past is in the past, and nothing ever lasts. Oh, so come what may, searching for the day. Hastjais einen shop, Shinester gift het a tier 1 shop to Hastjais. They have given 167 gift subs in the channel. Yeah.
little more than pain, you're numbing. Dann den Trigger, geh mir aus dem Weg, kleiner Mann. Ich bin Boss, der dich auch roadkillen kann. Mach mal Platz frei, mach Platz frei, mach Platz frei. Mach mal Platz frei, mach Platz frei, mach Platz frei. Was hat er? Ich weiß es nicht. So, ist das hell genug hier? Habe ich hell genug eingestellt, ne? Warte mal eben. So ist besser. Alles klar. Wonderful. Ja, ihr seid Wonderfuls. A wonderful, oh, jetzt hat's gewackelt. A wonderful good evening, ladies, gentlemen, and, nee, sagt man nicht mehr, ne? Ladies and gentlemen. So, ich bin alte Schule, ja. Grüße euch. Alle, ich grüße alle. Alle, ihr geilen Menschen. Ein herzliches Willkommen zu diesem etwas besonderen Stream heute, wo ihr lange drauf wartet, ja. Ja, erstmal welcome back an alle, die ich heute schon gesehen habe. Wir haben schon nämlich einen phänomenalen 4-Stunden-Wake-Up-Stream hinter uns. Der war richtig geil. War richtig geil, war in einem Zoo und alles. Generell die... Lord Liggen-Helmchen 92 trägt die cap im 58 Monat, las den Otto wissen, dass er eine 58-jährige Schwabbelbekke IST. Irgendwann lasse ich ihn aus dem Keller raus, ja. Aber auch nur, ich darf das jetzt nicht öffentlich sagen, NetzDG und so, ja. Ja, wir nehmen das mal so hin. Hallo. Jetzt hat er mich hier mit seiner voll aus dem Konzept gebracht hier. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren. Ja, also mega Wake-Up-Streams. Wenn ihr die verpasst habt, Ausrufezeichen VOD. Also besonders der auch gestern, der ist auch schon live von gestern. Der von heute Morgen ist erst morgen früh live. Gönnt euch, ja, für die, die morgens hier nicht können. Ja, also WB an alle, die dort morgen da waren. Und Hi an alle, die jetzt neu hier heute Abend dabei sind. Das ist der erste Abendstream die Woche. Gut, die Woche ist auch noch nicht so lang. Ist der dritte Stream schon diese Woche. Für manch andere erst der erste. Ja. Hi, schön euch zu sehen. Hallo, Ela, Füchschen, euch habe ich ja schon. Flauschi schon, Xanstar. Ja, aber hi, dann Xanstar hat seiner Frau erstmal hier wieder die Käppi aufgesetzt. Xanstar, ich danke dir vom Herzen. Ja, vom Herzen. Dankeschön. Ja, für deinen Support. Und du bist ein sehr hilfsbereiter Mensch, habe ich mir munkelt, man, in meinem Freundeskreis, dass du ein sehr hilfsbereiter Mensch bist. Ja. Auch danke dafür. Dann hieß... Bunkerkacher trägt die Cap im 35. Monat. Dann hießchen, ja. Dippidippidab. Ah! Und jetzt kriege ich gleich wieder an. Grüße dich. Blade ist da. Tommy ist wieder am Start. Urgel ist da. Mrs. Willow ist da. Game Time ist da. Deninapar, der Tackle. Laborats ist da. Wie geht's dir, meine Liebe? Hi. Komm rein. Ja? Du kriegst heute auch ein neues Emote, habe ich mir sagen lassen. Was du benutzen kannst. Ja. Metal Forever. Alle am Start hier. Burn Time. Let's Weed ist auch wieder da. Na, wie läuft's bei Enlisted immer? Wie läuft's? Dann der Jan ist da. Alpaka Schwimmschule, grüß dich. Schule noch geöffnet heute um die Uhrzeit oder was? Good evening in the evening. Das ist richtig, Jan. Dann die absolut bezaubernde Charlie. Hallo. Knutschi. Dann der Kloppo ist am Start. Wer kennt ihn nicht? Ja. Randall Eye ist da. Dann Lord Lichensträbje, Tinkerhelmchen haben wir gesagt. Tinkerhelmchen resubbt im 58. Monat. Meine liebe Tinkerhelmchen, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Matti ist auch wieder da, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr es wollt oder nicht, aber Matti ist da. Ja.
Relight My Fire ist auch wieder da. Sam Crow, hallo, ich grüße dich. Scroll. Da ist Husky Eye. Hi. Ne, schlabber deinen Männer ab. Der hat dich beschenkt. Ja. Bunkerkaga, dir Dankeschön. Ja. Du 35-Monats-Typ. Dankeschön für so lange Zeit auch schon. Mike, hi. Alter, was ist denn hier los? Und warum schwitzt der Xanz da so? Hast du Schweiß? Hast du Schweiß? Ich habe zwei neue Mitbewohner. Erzähl, Charlie. Kann mich nicht beschweren. Die geht's hoffentlich auch gut. Ja, sicher. Mir geht's, heute Abend geht's mir sehr gut. Ich bin gespannt. Zumal, da der Vorschlag aus euren Reihen kommt. Aus euren Reihen kam. Ich hatte ganz andere Ideen mit den Emotes. Ja. Ich hatte da sehr viele Emotes im Kopf. Und dann kam der Vorschlag von einem für ein spezielles Emote aus euren Reihen. Und das fand ich sehr gut. Ich habe das meinen Mods erzählt, die fanden es gut. Ich habe es Gala erzählt, die fand es fantastisch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, alle einstimmig. Ich fand die Idee auch hervorragend, obwohl ich gar nicht in diese Richtung gedacht habe. Und haben wir gedacht, das machen wir so, liebe Gala. Und Gala fand das absolut mega. Und sie hat auch mega Arbeit geleistet. Ja, wie nicht anders zu erwarten. Kubi, du alte Schleckdrüse, hallo. Und oh, das Jenna ist wieder meine Jenna. Wunderbar, schön. Ah, so. Du hast Angst vor dem Emote? Ah, musst du nicht. Ich habe jetzt eine neue Sukkulente. Ich liebe Sukkulenten. Oder ist das eine Sukkulenten? Sukkulente. Sukkulenten sind super. Ja! Sind meine Lieblingspflanzen. Ich musste googeln, Entschuldigung. Ja, ich habe nicht so den... Ich habe gerne Blumen, aber ich habe keinen grünen Daumen und kenne mich nicht so aus. Ja, aber die ist schön. Die ist schön. Ich habe auch Blumen hier. Ich habe sogar eine, die hält... Die habe ich mal von Frau Balea, ich weiß nicht, vor Jahren zum Geburtstag gekriegt, Junge. Die ist super. Die kennt ihr vielleicht auch aus dem Wohnzimmer, die da immer steht. Die ist gut, ja. Oh, Husky, nein. Guten Appetit, wollte ich sagen. Das auch. Gute Besserung. Wie sieht's nach 58 Monaten eigentlich mit Urlaub aus? Bea meinte, du musst mir Urlaub geben. Du kannst bei deiner Abteilungsleiterin, bei der Betriebsleiterin kannst du vorstellig werden, wenn Frau Flausch denn Zeit für dich hat. Ja? Klopf hier nicht einfach an meine Tür. Ja, du musst den Dienstweg einhalten. Du machst dir erstmal einen Termin bei Frau Flausch. Und dann kannst du erstmal deinen Antrag vortragen bei Frau Flausch, wenn sie dich denn empfängt. Ja? Setas, grüße dich. Ich kenne mich mit Blumen auch nicht aus. Ich musste immer alle googeln, die ich nicht kenne. Aber Provi, Sukkulenten sind gut für dich. Muss man nicht so oft gießen. Oh, das sind die besten. Ja, ich habe ja auch gerne diese Drachenpalmen oder wie die heißen, obwohl ich habe aktuell keine da, aber die halten wochenlange Dürreperioden aus, aber auch monsunartigen Regen. Das ist so meine Grundvoraussetzung. Wenn ich wirklich teilweise mal neues Grünzeug haben möchte, sage ich immer, ich brauche absolute Junggesellenblumen, die müssen wochenlange Dürre aushalten und auch monsunartigen Regenschauer, ja? Also im Grunde genommen irgendwas, was so in Thailand wächst oder so, keine Ahnung, da wo es wochenlang trocken ist und dann mal halt Wasser mit Hass kommt oder so, ich weiß es nicht. Howdy, Bau, wie trägt die Cap im 41? Monat, wat? Schön wieder en een Monat? Gut, TTT. HAB, euch alle lieb. Kus, Paui, kus, Chat. Gus. Also einen Kaktus. Ich hatte früher öfter so eine Kaktusse, ja. Versteht ihr nicht, ne? Howie Paui, Dankeschön für 41 Monate. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Hallo. Die Frau Flausch ist ganz lieb, natürlich. Pizza, Steak und Bacon. Matti, du gönnst ja aber hart, ne? Du gönnst ja aber hart. Und Frau Balea, erzähl mal, wie lange hier die Blume, wie auch immer sie heißt, bei mir schon gedeiht, ja?
Ja. Ja, genau wie Tischlampe. Tischlampe. Ich hab das gerade falsch, ne? Ne? Oder was meinst du, Matti? Tischlampe. Da vorne habe ich eine Tischlampe. Ja. Die schön von Ikea, eine Tischlampe. Wann? Ich glaube, das war jetzt schon 2 Jahre. Im Januar waren es schon 2 Jahre. Ja, das hast du mal zum Geburtstag. Ich weiß auch nicht, warum die mir eine Blume zum Geburtstag geschenkt hat. Die hat sich gedacht, die hält sowieso nicht bis nächstes Jahr, dann kann ich ihm dann wieder eine schenken oder so. Ne? 2,5 Jahre. Ja. Richtig. Wieso will Enlisted nicht? Was ist da los? Orvali, grüß dich. Eine Duschlampe. Geht auch. Dann rechnen wir gemeinsam die Tage aus, an denen du nicht da warst. Und ich. Frau Flausch, also. Frau Flausch, hier die Betriebsleiterin, ja? Die nimmt sich jetzt für meinen Mod Helmchen Zeit, der meckert, weil er keinen wegen seinen Urlaubstagen. Ich lese für die, die im Vollbildmodus sind, lese ich jetzt Frau Flauschs Antwort darauf vor. Deswegen wisst ihr auch, warum Frau Flausch hier Betriebsleiterin ist, ja? Ich nehme mir die Zeit, Lord Helmchen. Und dann rechnen wir gemeinsam die Tage aus, an denen du nicht da warst und ziehen die von deinem Urlaub ab. Und dann gucken wir, was über ist. Und dann schauen wir, wann du den nehmen möchtest. Frau Flausch, ich hab dich unfassbar lieb. Ja? Und beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, kriegst du sogar einen Doppeldrücker. Beste Frau. Tommy, halt sie fest. Halt sie fest. Lass die nie wieder gehen. Wenn nicht, kriegst du von mir ein Offer um. Schön. Nils, hi. Ah. Also halt mal ordentlich durch. Oh, da kommt Lord Eevee ist da. Lord Eevee ist da. Grüße dich. Und Fips grüßt dich. Schön. Schön. Ich versuche mir das gerade abzugewöhnen. Das ist Sascha sein Ding. Und selbst gestern, mein Sohn, ne? Ich sag irgendwie, ja, schön. Wie heißt das richtig, sagt er zu mir. Wie heißt das? Ich so, schön. Wie heißt das? Ich so, Junge, was ist mit dir? Das heißt schön. Ich sag ihm, ich verbiete meinen Sohn den Umgang mit dem E-Typen so langsam. Das ist die beiden. Das ist sowieso irgendwie. Die beiden zusammen, das geht nie gut. Ja, ist gut jetzt. Mann, Schlunzenpulli, grüße dich. Ah, ganz schlechter Umgang. Also Leute, wenn ihr Kinder habt, lasst sie nicht zum E-Typen. Ganz, ganz schlechter Umgang. Was eigentlich aus Günni geht's gut? Dann der Günni, hör mal. Wo war's? Letzten Monat war Günni, oder vorletzten Monat war Günni sehr oft da. Ja? Auf, in Lakeside. Ach, in Lakeside! In Los Santos, Junge. GTA-RP. Günni war da. Mann, Alexa, was ist mit dir heute los? Die labert mich ungefragt andauernd voll. Ja? Red, grüß dich. Hi. Oh. Garfield 0610 Trektikap in 6. Monat, ja. Alexa, ich krieg einen YMCA-Strike hier. Alexa, stopp. Wieso hat die jetzt ein Lied? Was habe ich denn gesagt, dass die jetzt ein Lied triggert? Ich weiß es doch auch nicht. Garfield, grüße dich. So, Howie, ich danke dir nochmal für 41 Monate. Und Garfield. Ja, du gefräßiger Kater. Ich danke dir für ein halbes Jahr Subsupport. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ja. Wir haben uns heute hier versammelt, um zu leaken. Also, das machen wir natürlich gleich mit Sascha zusammen. Sascha hat ja gesagt, er kommt 20 Uhr live, also denke ich mal ungefähr so in einer Dreiviertelstunde. Ja. weiß nicht, vielleicht läuft der Pre-Stream ja schon. Er ist ja, oh ja, der Pre-Stream läuft. Der König des Pre-Streams, was steht da? Wie lange noch?
Noch 3 Minuten, ja. Busse, ob wir den, wir werden den Bus-Simulator definitiv zocken, aber ob am 21. Macaroni, das weiß ich 555 nicht. Trägt die Cap im 17. Monat, hallo. Ja, wir müssen ja sowieso, der Sascha muss ja sowieso erstmal auch Hallo sagen, so wie ich und so. Und Red, danke für 35 Bit und Macaroni, Macaroni. Dankeschön für 17 Monate, dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dankeschön. Schön. Was ist denn hier heute los? Kirimo trägt die Cap im 56. Monat UHHHH. Ey. Was ist denn Red jetzt hier Red Hat Redemption Live hat jetzt die Cap auf. Guck mal, verlängert schon den Sub. Was ist denn hier los? Was ist denn hier heute los? Also, Macaroni, danke für 17 Monate. Meine kleine Lieblings-Kiri. Wie war der Urlaub? Ich hoffe, er hat gut geschmeckt. Obwohl, er hat, ihr habt ja gut, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja absoluter Lurk-Fan bei dir. Ich guck alles. Ich verfolge dich immer. Nein, sah schön aus. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub. Und danke für 56 Monate. Und Red, danke, dass du deinen Sub verlängerst. Dankeschön. Was ist denn hier los? Glüber trägt die Cap im 18. Monat. Manu! Ja, der Mann, der daran schuld ist, dass ich überhaupt Simulatoren zocke. Ja? 18 Monate. Dankeschön, ja? Du schuldest mir viele Jahre meines Lebens mittlerweile, die ich in Simulatoren verbracht habe. Für die mein Leben lang habe ich keine Simulatoren gespielt. Und dann kamst du und das ist jetzt mein Main-Content. Ja? Danke, Manu. Vielen lieben Dank für 18 Monate. So, Red haut nochmal 20 Bits raus. Danke dir. Auf der Arbeit geschaut. Lass sie nicht erwischen, hör mal. Aber schauen mich ja viele auf der Arbeit. Simulationen sind geil. Ja, sicher sind sie. Aber ich habe früher nie Simulationen gespielt, ne? Wüsste ich nicht, was ich an Simulationen gespielt habe. Und mittlerweile, ihr wisst, was ich zocke. Ja. Wir hatten einen Drop, ja. habe ich doch gesagt, dass wir Ende des Monats einen Drop haben. Deswegen wolltet ihr auch diese 1,5 vorher unbedingt voll kriegen. Habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, bis am Ende des Monats gibt es 2 Tage. An einem Tag fallen um die 50, 60 Subs und an einem Tag 100. Und das waren, kommt ungefähr hin. Wir hatten vorgestern 1700. Das kommt ja ungefähr hin mit dem Drop. Genau wie ich es prophezeit habe. Ich brauche da nichts prophezeien. Ich sehe es in der Statistikseite, wann die Subs droppen. Ja, quasi genau einen Monat später, nachdem sie verschenkt worden sind. Sarah Lichtenstreb hier, ich grüße dich. Kleiner Twitter-Löcker, das bin ich, Kiri. Ja. Aber dafür postest du das doch öffentlich, dass ich das sehen kann. Das zweite simuliert ich. Ja, oder so, Manu, oder so. Wolle, grüß dich. Hi. Richtig, Chuchu, das ist richtig. Ja. Kiri, dankeschön. Ach so, Red, also, ja gut. Aber lass dich trotzdem nicht erwischen. Wäre ärgerlich, wegen mir eine Abmahnung zu kriegen oder so. Ja. Obwohl, wenn nicht für mich, für welchen Streamer dann? Hä? Wenn, dann bin ich es ja wohl wert, eine Abmahnung auf der Arbeit zu kriegen, weil man meinen Stream geschaut hat. Also beim twitch.tv/Konkurrenzstreamer. Da würde ich mich ja ärgern, wenn ich wegen twitch.tv/Konkurrenzstreamer eine Abmahnung bekomme. So, wenn Andi hier ist, Subgeschenk an den User Konkurrenzstreamer in 3, 2. so, Denenapa, ich grüße dich. Hi. Man bekommt keine Abmahnung, wenn man sagt, dass man... Oh, genau das, was Kiri sagt. Das, was Kiri sagt. Man bekommt keine Abmahnung. Wenn man einen anderen Streamer, Streamerin schaut. Ja, wenn der Chef, Chefin aber sieht... Ach so, du schaust Povi. Nee, alles gut. Mordak, moin. Sind die Pferde jetzt raus, Garfield? Ja, wir schauen da bald. Wir werden an dem Tag zocken, wenn Forti und Kubi Zeit haben. Dann zocken wir da nochmal richtig.
Alles klar. Wenn ihr eine Abmahnung wegen mir kommt, weil ihr, wenn einer von euch eine Abmahnung kommt wegen Twitch, oder dann unterschreibe ich die Abmahnung. Das muss aber wirklich eine, keine Gefälle, da muss eine echte Abmahnung sein. Die unterschreibe ich dann. Ja, könnt ihr dann mitbringen, wenn Conventions oder so wieder möglich sind oder so. Ja, sind, ja, ja, hatten die auch angekündigt, sollte jetzt drin sein. Ich wusste nur nicht, dass, also hatten schon ein paar gesagt, dass das die Woche kommt. Kubana hat keine Zeit. Ah, oh, der hat bestimmt Zeit, die Tage mal. Oh, Watchi, wieso hast du das verpennt? Wie kannst du, gerade du, dass du Sarahs Geburtstag vergisst? Sie sagt zwar alles gut, aber ich denke mal, ein bisschen Enttäuschung ist da auf jeden Fall dabei. Ja. Wow, ach Matti, Alter. Ach Matti. Oh, Watchi, was ist denn los? Leute, nimmt Watchi mal auf den Arm. Ich glaube, Watchi kriegt mal ein paar Tage Urlaub von mir. Bezahlt natürlich. Was muss Kuberdi denn jetzt schon wieder üben? Kann der die, kann, welche Strecke kann er denn wieder nicht? Welche Strecke kann er denn wieder nicht? Helmchen, ich werde noch mit Frau Flausch reden. Ich habe so schon im Hintergrund mitbekommen, dass da wohl einige Minusstunden bei dir und Minusarbeitstage auf dem Plan stehen. Das kann sein, dass du in der nächsten Zeit da auf jeden Fall noch, wenn du Urlaub haben möchtest, ja. Ne? So, und Red, danke dir nochmal für 50 Bits. Dankeschön. Noch für 52. Ja, Watchi muss mal ganz, ganz heftig geknuddelt werden. Ja, das muss er. Ja, also wie gesagt, ich sehe ja einige jetzt diese Woche zum ersten Mal, obwohl es der dritte Stream ist, aber es ist, wie gesagt, wir hatten heute Morgen Wake-Up-Stream, gestern Morgen Wake-Up-Stream, aber ist ja in der Woche, ja, ich stream halt in letzter Zeit öfter halt auch in der Woche morgens. Wenn ihr da, könnt ihr halt immer wunderbar benutzen und VODs schauen. Ich weiß, manchen hängt es schon zum Ohr raus, aber es gibt immer noch Leute, das sehe ich auch jeden Tag, immer wenn ich es erwähne, bekomme ich neue Follows auf dem VOD-Kanal. Ausrufezeichen VOD. Meine VODs auf Twitch sind deaktiviert, aber ich habe die Povitek, das ist ein extra YouTube-Kanal, nicht mein Haupt-YouTube-Kanal, extra YouTube-Kanal, wo meine VODs gespeichert sind. Ja, Ausrufezeichen VOD, lasst gerne ein Follow dort. Und da kommen immer 24 Stunden nach Streamende die VODs, weil die sind 24 Stunden Twitch-exklusiv. Ich darf sie vorher nicht woanders veröffentlichen. Also wenn das heutige Stream beispielsweise um 23 Uhr endet, ist morgen um 23 Uhr das VOD live. Genauso wie heute Morgen. Der Wake-Up-Stream war, glaube ich, zu Ende um 12 Uhr heute Mittag. Das heißt, der Wake-Up-Stream von heute Morgen ist morgen Mittag um 12 dort verfügbar. Das aktuelle Video ist jetzt dort der Wake-Up-Stream von gestern. Auch sehr zu empfehlen, war richtig geile Gesprächsthemen, die wir gestern hatten. Der VOD, also der von heute Morgen wird auch schön. Da haben wir auch schön getalkt und noch ein bisschen Planet Zoo gespielt. So, Gamer Daddy, hi. Urfus habe ich gesehen heute beim Raid, genau. Dark One, ich grüße dich, meine Liebe. Hi. Ah, der Waldscheißer, da ist er, du geiles Stück. Mein Bildschirm muss kaputt sein. Ich sehe alte Menschen. Ja, ja. Ja. Kiri! Alles klar. Ach ja, und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß und Erfolg im neuen Job und dass da alles so wird, wie du dir das wünschst. Ja, und dass du da eine ganz tolle Firma hast. Ach du Heiland. Frau Flausch. Oh, oh. Ich würde mal sagen, dass Forti und Helmchen mal zu Frau Flausch ins Büro müssen. Ich denke mal, da wird mal ein Gespräch fällig, Frau Flausch, oder? Ich glaube, die beiden wirst du dir mal schnappen müssen. Ja, okay. Da schauen wir. Aber wie gesagt, das, was Frau Flausch sagt, bei Forti sieht das sogar noch gut aus, muss ich sagen. Helmchen, das Problem ist, Helmchen hat, wie Frau Flausch schon sagt, also sämtliche Urlaubstage schon genommen.
Das ist ja nicht so, dass er das Helmchen dieses Jahr nicht schon 100 Urlaubstage hatte oder so. Ja. Aber das wird Frau Flausch genau ausrechnen und ja, euch das zeigen. Wieso übt er denn den Aldi-Parkplatz? Na, die bekommen ja auch keinen Urlaub. Also Helmchen bekommt keinen Urlaub. Also der, beziehungsweise doch schon. Helmchen hat von allen meinen Mods bisher den meisten Urlaub bekommen. Jetzt gibt's ein Popo. Nee, Jenna, kriegt er nicht, weil das will er ja. Das will er ja, also kriegt er das nicht. Das ist, Popo voll ist ja für Helmchen keine Strafe, Jenna. Das ist ja für Helmchen keine Strafe. Svenny, hi, grüß dich. Na? Alles gut? So, und warum übst du jetzt Aldi-Parkplatz, Kobana? Das verstehe ich nicht, was da das Problem ist. Ja, so, wie gesagt, hier nochmal, wir müssen jetzt ein bisschen die Zeit überbrücken, bis Sascha Zeit hat. Renntechnisch, wo ich das jetzt gerade lese, weil auch öfter mal immer jemand fragt, also ACC, Endurennen möchte ich auf jeden, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Endurennen machen. Ja, ich gucke da mal, im Oktober ist da was, habe ich schon Infos bekommen. Da ist natürlich immer irgendwo was bei irgendwelchen Ligenveranstalter. Ich muss da mal schauen. Nein, ich fahre nicht die 24-Stunden-Wurst-Wars. Also das kann ich schon zu 100% verneinen. Da habe ich keinen Spaß dran. In der Kombi erstmal 24 Stunden und dann in der Kombination mit Wurst-Wars. Das möchte ich wirklich nicht. Abgesehen davon... 1337 trägt die Cap im 15. Monat 1 Liggenstreepje, 2 Liggenstreepje, 3 Liggenstreepje, 4 Liggenstreepje, 5 Liggenstreepje, 6 Liggenstreepje, 7 Liggenstreepje, 8 Liggenstreepje, 9 Liggenstreepje, 10 Liggenstreepje, 11 Liggenstreepje, 12 Liggenstreepje, 13 Liggenstreepje, 14 Liggenstreepje, 15 Liggenstreepje. Alter, wenn der mal hier so 6-7 Jahre dabei ist, der Fight, wird's lustig. Dann kann ich, wenn er resubbt, erstmal eine halbe Stunde Pause machen, glaube ich. Fight, ich danke dir für, wie viele Monate waren das jetzt? Dankeschön für 15 Monate, Fight. Dankeschön und einen wunderschönen guten Abend. Ja, Bratwurst. Nein, läuft über dieses LFM. Da braucht man ein gewisses Safety-Rating. Ich habe da überhaupt kein Rating. Ich habe auch keine Zeit und Lust, da vorher eins rauszufahren. Nicht für diese Strecke, ich bin die noch nie gefahren, die ist sehr, sehr anspruchsvoll. Kann bestimmt, aber ich möchte nicht die Kombination Wurst-Wars mit 24 Stunden. Also da habe ich null Interesse. Ich habe Interesse dabei zuzuschauen, wenn da andere fahren. Das ist richtig spannend, aber ich selber möchte das nicht und werde da hundertprozentig nicht fahren. Ja? Ich bin sowieso, das ist ja eh, glaube ich, jetzt im September, das ist bei mir eh schlecht. Ich möchte halt entweder Oktober oder November plane ich das nächste Endo-Rennen. Wann, wie, wo, warum und mit wem und mit welchem Team, das sehen wir dann. Ja, das sehen wir dann. Das werde ich euch aber noch rechtzeitig, dass ihr das einplanen könnt, weil das wird ja auf jeden Fall ein langer Stream. Weil wenn, ich möchte auf jeden Fall richtig Endo-Rennen. Also nicht hier, ne, so ein 6-Stunden-Rennen oder so. Also ich würde schon gerne ein 10- oder 12-Stunden-Rennen machen. Ja? Gut, notfalls wird es auch weniger, aber ach, weiß ich nicht. Also 10, 12 Stunden hätte ich schon Bock. Ja. Und da mal gucken, was da so alles gibt. Und ich werde mich da mal ein bisschen. Ne? Es gehört zur Planung dazu. Das ist, was ich mir für September vorgenommen habe, da mal was zu planen. Ja? Gut. So. Das zum Thema dazu. Ansonsten die Planung, was ich euch auch schon sagen kann für die Woche. Ich hatte es heute Morgen schon gesagt. Morgen, nämlich Tag frei. Morgen ist Schlumpi-Lumpi. Das heißt, na, nicht ganz Schlumpi-Lumpi. Ich mache trotzdem ein, zwei Sachen für den Stream.
ein, zwei Stündchen werde ich morgen arbeiten, ja. Offstream-Arbeit machen für einen Stream und für ein, zwei andere Sachen. Und der Rest des Tages ist dann aber ein bisschen Me-Time, ein bisschen Profi-Zeit. Morgen habe ich mir das, denke ich, mal verdient. Donnerstag gibt es dann einen Wake-Up-Nachmittag-Stream. Ja. Donnerstag wird das dann halt so gemacht, sobald Sohnemann Donnerstag morgen in der Schule ist, schmeiße ich den Stream an und dann werden wir echt einige Stunden streamen. Geplant ist Fliegen am Donnerstag. Morgen Flugsimulator, vielleicht Sichtflug, Linienflug und. Mal gucken, das wird auf jeden Fall ein längerer Stream, vielleicht dann auch zwei Spiele. Das geht dann ein bisschen in den Nachmittag rein und ab dann ist nämlich Sohnemann da. Ja, weil Donnerstags gibt es abends keinen Stream, weil, because, Sohnemann ist abends da, weil ich mich vor dem Elternabend drücke, weil da Frau Balea hingeht und somit mein Sohn bei mir ist. Ja, dafür gibt es aber den ganzen Tag tagsüber dann den Stream. So. Ja, und Freitag dann genauso, wenn Sohnemann wieder in der Schule ist. Freitag same procedure wie Donnerstag. Ja, Freitag ist so ungefähr das same procedure wie Donnerstag. No? Ja, dann das Wochenende halt, da muss Samstag kann ich noch nicht sagen. Sonntag brauche ich nicht erzählen, ganz klar. Wake-up-Stream und eventuell, höchstwahrscheinlich, mit hundertprozentiger Sicherheit, seht ihr mich nachmittags auch noch. Mehr kann ich aber dazu noch nicht sagen. Aber auf dem anderen Kanal seht ihr mich Sonntagnachmittag. Ja? Für die, die da Povi-Sehnsucht haben. Also Sonntag kriegt ihr mich dafür den ganzen Tag in der Fresse quasi. Also wie gesagt, vormittags, wie immer, wie gewohnt. Der Sonntags-Wake-Up-Stream, der dies Jahr, glaube ich, noch nicht einmal ausgefallen ist. Ja, selbst als ich nicht da war. Und nachmittags werdet ihr mich dann auch noch sehen. Dann, wie gesagt, allerdings auf einem anderen Kanal. Könnt ihr euch dann auch schon freuen. Ja? Sonntag, na, du weißt doch so, du nicht so doof. Du weißt sogar Bescheid, Frau Balea. Ja. Jetzt tut sie so, als wenn sie davon nichts weiß. Dabei weiß sie, dass haben wir heute drüber gesprochen. Entweder ist er doof oder die tut nur so. Ne, ich meinte, ich habe Sonntag. Du musst ja mal richtig zuhören. Da habe ich doch noch gesagt, dass ich dann das Formel-1-Rennen nicht sehen kann und aufnehmen muss. Und Formel-1-Rennen sind immer sonntags. Ja. Ja, es ist Sonntag. Lady Balea ist verwirrt. Ja, ist so, Helmchen, ist so. Die ist verwirrt. Liegt am Alter. Samstag wäre Training. Samstag ist Training. Ja. Samstag wäre Training. Ja. Ja, Mann. Na? Was ist hier? Oh, Frau Flausch, ich glaube, heute müssen wir mal hier mal richtig hart durchgreifen. Gestern Abend war Training? Was war denn jetzt gestern Abend schon wieder für ein Training? Ihr macht mich komplett seelisch fertig. Ja? Ihr macht mich komplett seelisch fertig. Wisst ihr das? Aber so richtig. Aber Frau Balea, jetzt aber. Sonntag. Sonntagnachmittag. Vielleicht wolltest du Sonntag sagen, hast aber Samstag gesagt. Kenne ich von Xanster, der macht das auch manchmal. Ja. Ja, selbst wenn ich mich versprochen habe, ich habe doch gesagt, ich guck dann auch das Formel-1-Rennen später. Zeit war, habe ich doch gesagt, ich nehme das dann auf und guck das, wenn ich wieder da bin. Ja? Seit wann sind Formel 1 Rennen samstags, Frau Balea? Hä? Ich interessiere mich nicht für Formel 1. Ja, das hat damit nichts zu tun. Punkt. Ja. Husky, die versteht mich. Die versteht mich. Die hat direkt verstanden Sonntag.
Deathman liggend streepje 189 trekt die cap in 14 monat guten abend zusammen. Ja. Deathman. Sei lieb, sonst sag ich nein. Ja, das hat unser, dann ist, guckt unser Sohn, zockt den ganzen Tag, wenn ich nicht da bin. Ja. Ah. So, Desmond, ich danke dir. Ihr macht mir, hallo, ihr müsst mich lieben, ja? Ihr müsst mich lieben. Ihr müsst mich lieben. Ich bin doch hier der Streamer, ja? Ha. Oder nicht? Komm, wer liebt mich? Hand aufs Herz. Ja? Schön. 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 Wunderbar. Na, nix zäh. Desmond, also danke nochmal für 14 Monate. Dankeschön. Oh, wir lieben dich und ganz besonders das Tinkerhelmchen liebt dich. Oh, Helmchen. Das ist Helmchen. Dankeschön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du sonst Sprechchor mal lostrittst. Danke, Helmchen. Du bist ja schon so ein kleiner Charmeur, wenn du Urlaub haben möchtest, ne? Mein kleines Tinkerhelmchen. Ah, ist er nicht süß, Leute? Tinkerhelmchen kann manchmal auch ganz, ganz lieb sein. Bann die alle weg. Also manchmal frage ich mich wirklich, womit ich diesen Chat verdient habe. Ja. So. Ja, was machen wir? Zocken wir jetzt noch, bis der E-Typ fertig ist mit der Begrüßung oder was? Oder was? Hier wird auch jeder Hans und Franz Mod. Jo. So. 3, 2, 1. Bam! Und gelöscht. Ich war wunderbar. War ein bisschen zäh, aber war noch innerhalb der 3 Sekunden. Chaos Clouds, moin. So, und Howie Powie darf jetzt raten, wer gepurcht hat. Weil ihr seht das ja nicht. Ihr seht das, ich sehe das ja. Aber das sehen nur Mods, Mods und ich sehe das. Der normal, der Chat dürfte das ja, sieht ja nicht, welcher Mod das war, ne? So. 40, wer noch? Was sagt ihr? Komm. Was denkt ihr, welcher Mod hat Howie Powie jetzt gerade? Lord oder Watchy? Jetzt haben wir alle dabei. Flauschi? Flauschi? Watchy? Star? Oh Gott. Land of Freshness trekt die T3 cap in 47. Monat. Monat Powie Hi Powie Hertz. Alter, der HD. Mum 20 trekt die cap in 5. Warum denkt ihr alle Flauschi wäre das gewesen? Freshy, erstmal zu dir. Dankeschön, ja. Für den hab dich ganz doll re. Lieb Resub für den HDGDL Resub im 47. Danke für den T3er, ja, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut, Freshy. Und Mom! Dankeschön für 5 Monate. Vielen lieben Dank. Ja, und dir auch einen wunderschönen guten Abend, Mom. Das Emote finde ich so geil. Bitte mit dem Tür rausgeht, Dingern. Wunderbar. Ja, ich kann euch aber sagen, ihr lagt falsch. Es war nicht Flauschi.
Es war nicht Flauschi, die Howie Powie weggepercht hat. Das war sie nicht. Ja? Das war sie nicht. Ja, gut, also, ich habe jetzt schon sehr viele Sachen angesprochen, die ich ansprechen wollte. Ja. Dann eine Sache noch. Wir werden nächste oder übernächste Woche ein ernstes Gespräch führen. Ja. Nächste oder übernächste Woche führen wir ein ernstes Gespräch. Und das meine ich sogar ernst. Es wird wirklich ein ernstes Gespräch, weil ich euch dort etwas mitteilen möchte. Wenn ich den genauen Termin weiß, wann ich das mache, werde ich das euch rechtzeitig mitteilen. Das werde ich dann in einem Stream machen, abends. Ja. Ich werde das mindestens ich versuche es eine Woche vorher anzukündigen, erwähne das dann immer mal, damit ihr wisst, wann das ist. Der Stream wird es keinen VOD von geben. Ja, ich werde da nirgendwo anders was zu schreiben. Das gibt es nur live und in dem Stream dann zu sehen. Wenn ihr da nicht könnt, könnt ihr euch ja dann bei jemand anders informieren, der dabei war, via PN oder sonst was. Keine Ahnung. Ja? Also nur damit ihr Bescheid wisst, da möchte ich euch was erzählen. Ja? Was mir sehr, sehr wichtig ist. Oh, ich schwanger. Und Helmchen ist der Vater. Sherry, Sherry Lady, Bovi kriegt ein Baby, Helmchen ist der Vater. Obwohl, das muss ja hier an dieser... Sherry, Sherry Lady, Bovi kriegt ein Baby, Helmchen ist der Vater. Du, 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 du. Sherry, Sherry Lady. Wunderbar, oder? Wunderbar. Da kann man ruhig mal klatschen, Leute. Bovi ist ja richtig musikalisch, ja sicher. Wenn ich Helmchen ein Lied singen darf, dann auf jeden Fall. Ja. Vater ist ein Kater. Die Pillen wirken wohl nicht mehr. Oder zu gut. Ja. Wie heißt es immer so schön? Egal, was du nimmst, entweder nimmst du weniger oder mehr. Ja. Entweder nimmst du weniger oder mehr. Ja. Danke für den Ohrwurm, gerne. Wenn Povi und Helmchen ein Baby bekommen, was bin ich dann für das Baby? Der Bruder, weiß ich nicht, keine Ahnung. Onkel oder so. Ja. Der Mott. Was ist mit euch? So, ich hole mir nochmal eben was zu trinken. Wenn der E-Typ hier in den Kanal kommen sollte, unterhaltet den so lange, ja? So, Henk, danke für deinen Follow, dankeschön. Unser Sohn ist dann die Schwester, oder was? Ich verstehe das nicht. Vince, grüß dich. Hi. Ich grüße dich.
Hallöle. Ja, dann können wir ja mal schon mal über das danach sprechen. Also wie gesagt, nachher, wie gesagt, Sascha ist glaube ich gerade auch bei der Begrüßung, der macht genauso Smalltalk wie ich gerade mit seiner Community. Dann geht's jetzt gleich los. Ich weiß gar nicht, ob ihr alle Bescheid wisst. Ich kläre euch nochmal kurz auf, worum es jetzt überhaupt geht, für die, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Ich hatte irgendwann vor 2-3 Wochen oder was gesagt, da war Sascha aber gerade erst bei, ich weiß es nicht, da hat er 2700, 2800 Subs, oder was, ich weiß nicht, wie viele Subs er zu dem Zeitpunkt hatte. Auf jeden Fall war er mindestens 2000 Subs von den 5000 weg. Und ich weiß gar nicht, wie das kam in irgendeinem Stream. Auf jeden Fall hatte ich in den Chat geschrieben, wenn du bis zum 31.08. die 5000 knappst, die er noch nie vorher erreicht hatte. Sein voriger Rekord war, glaube ich, bei 4600 Novat oder so. Ich so, wenn du die 5000 Subs bis zum 31.08. schaffst, dann mich bis zum Ende des Sommers deinen Rasen. Ja, der Sack ist natürlich direkt drauf eingegangen. Ja, wir haben uns auf den kalendarischen Sommer geeinigt, dass der da endet. Ja, also irgendwann Ende September da, 21., 22. September. Bis dahin muss ich den Rasen mähen. Ich war ja jetzt auch vor anderthalb Wochen da, hab gemäht. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Aber er hatte dann, irgendwie kam das dann, dass er da bei den 5000 auch einen neuen Emote-Slot freischaltet. Und irgendwie kam das dann, ich weiß gar nicht, wie das kam, ob das von der Community einer vorgeschlagen hat, so von wegen, dass Povi dann das Emote aussuchen kann. Ja, so. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Wettschulden, Ehrenschulden und mir gehört ein, gut, Sascha hat mehrere Emote-Slots freigeschaltet, aber ein Emote-Slot davon gehört mir. Ja, und ja, dieses Emote wird nun heute jetzt hier gleich kurz da quasi präsentiert. Das war halt so, ich habe mir viel Gedanken, ich habe mir da im Vorfeld nie Gedanken gemacht und dann, was mache ich da, hatte meine Mods auch gefragt, habe selber viel überlegt und oh, da kamen so Sachen, kamen unterschiedliche Vorschläge halt. Und Sascha hatte schon die ganze Zeit Angst, dass ich da irgendeinen Mist nehme. So, die einzige Voraussetzung, was Sascha gesagt hatte, war, es darf nicht gegen die TOS verstoßen, logischerweise. Ja, das hat nicht gegen die Twitch-Regeln verstößt. Und ja, und dann kam es doch tatsächlich so von seinen Mods. Von einem seiner Mods, der mich privat angeschrieben hat und sagte, hey, was hältst du denn davon? Und das war eine Richtung, in die ich vorher null gedacht hatte. Und ich fand die Idee großartig, hab das meinen Mods erzählt, hab gefragt, Leute, hier, das und das für das Emote, fanden die auch, alle supi, ja. Hab dann das der lieben Gala erzählt. Ihr wisst, die liebe Gala aus Dala, die Liebe, die macht ja sowieso unsere Emotes schon lange, ja, der Povi-Bär und so ist sowieso alles von ihr. Auch das Vieh von Sascha ist von Gala und das passte ja dann quasi perfekt, dass sie dann auch das Emote da macht. Ich habe es ihr dann erzählt und sie war total begeistert von dem Vorschlag. Der Vorschlag von einem Mod von Sascha war das dann, hat so grob die Richtung vorgegeben. Ich habe Gala das gesagt und Gala hatte dann zwei Vorschläge, also konkrete Vorschläge, wobei mir der zweite dann so unfassbar gut gefiel und ich ja gesagt habe. Ja, und das Emote habe ich heute Morgen bekommen, hatte gestern Skizze und alles und es war direkt perfekt und hab gesagt, jo, das nehmen wir so und ja. Ich weiß nicht, die wissen maximal die Art. Ich habe den Mods von Sascha noch nichts gezeigt. Also die haben auch keine Skizze oder so gesehen. Meine Mods haben die Skizze gesehen. Meine Mods haben noch nicht das Fertige gesehen, aber die Skizze zumindest schon, die wissen sehr genau, wie es aussehen wird, das Emote. Sascha's Mods wissen das eigentlich nicht. Ja.
So, das nur mal für diejenigen, die gar nicht wissen, was heute Sache ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt, wie er drauf reagiert. Ja, wie gesagt, kam ja von seinen Mods der Vorschlag. Ja, wenn, dann kann er... Was ist da los? Was will ich denn hier so salzig immer? Hallo? 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 Oh nee, ich glaube, ich muss Sub-Only-Mod reinmachen. Ich werde hier gerade getrollt. Hallo? Na? Was seid ihr denn so? Was seid ihr denn hier so? Ja, was schreist du denn so, sag mal? Wer ist der? Hallo? Hallo? Ja, ist das Regie? Regie? Ach nee. Ich dachte, wäre wieder Regieanweisung hier oder was? Aber hier kommen gerade, sind das deine Leute oder was, die hier rüberkommen? Was ist da los? Nee, die haben kein Telefon. Ach, das ist, nee. Ja, ich habe... Das ist... Was? Verarschst du mich gerade? Nein, wieso? Weil du warst gerade abgehackt bei mir. Nö, ist jetzt alles okay? Nee, jetzt geht wieder. Jetzt ist wieder okay. Jetzt geht wieder. Jetzt ist in Ordnung. Du trollst mich oder was? Nein! Nein, ich bin unschuldig. Das lasse ich jetzt mal so... Hallo Pauli, mein Lieber. Hallo, was bist denn so freundlich? Hast du Angst? Hallo. Ja, das ist eigentlich perfekter Übergang. Weißt du warum? Ich habe gerade so ein bisschen aufgeklärt, wie das entstanden ist. Gerade die Vorgeschichte zum Emote schon mal erzählt. Ja? Oh, dann erzähl doch gerne weiter. Ich wollte auch jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt gerade mit mir gerechnet hast. Also, Vor einer halben Stunde habe ich mit dir gerechnet. Jetzt eigentlich... Okay. Jetzt eigentlich gar nicht, quasi. Nein, alles gut. Ach so. Ja. Jetzt mal ohne Witz, was ist denn das? Bist du das oder bin ich das? Zwischendurch bist du weg, einfach. Ja, hatte ich bei dir aber auch das Abgehackte. Aber ich habe Internet ist da, ich habe null ausgelassene Frames. Mein Chat merkt auch nicht, dass ich abgehackt bin. Nee, ich glaube, ich weiß, wo uns liegt. Ja. Warte mal, cool. Ja, ich weiß. Gestern noch über einen Esel gesprochen. Der Esel läuft. Ja, nein, Sascha hat da gerade noch, lädt da gerade noch ein paar Sicherungskopien runter. Und da müssen wir eben warten, den Emule muss er schließen. So, jetzt hallo. Hallo. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, ja. Hast du Emule zu? Was? 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 Bitte? Was? Entschuldigung. Was? Ja, nee, hab ich zu. Guacamole, hab ich gesagt. Guacamole. Nee, erzähl ruhig weiter. Ja, ich kann ja nochmal, also grob zusammenfassen, wie gesagt, für die jetzt vielleicht bei dir auch nicht Bescheid wissen, du hast den ja, grobe Zusammenfassung. Sascha, um die 2000 paar kaputte, also Richtung 3000 Emotes, Subs, auf jeden Fall knapp 2000 Subs von 5000 entfernt. Und dann ging es darum, ich weiß gar nicht, wie das kam, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in den Chat geschrieben, wenn du 5000 bis Ende August knackst, mähe ich bis zum Ende des Sommers den Rasen. So, ja. Das war ja die Geschichte, das sollten die meisten mitbekommen haben. Und dann ging es halt darum, Emote-Slot wird dann auch neuer freigeschaltet. Und ich weiß gar nicht, wie das dann kam, ob der Vorschlag aus dem Chat kam. Auf jeden Fall, dass ich dann das Emote bestimmen darf, was in diesen freien Slot dann reinkommt. Ja, ist so richtig, ja. Genau, das war ja dann der Anfang vom Ende. Und dann habe ich sehr lange... Das stimmt. Dann habe ich sehr lange überlegt. Ich bin in so vielen Richtungen gegangen und dann meine Mods gefragt, die hatten dann auch was. Und auf einmal, pling, kriege ich eine private Nachricht von einem Mod von dir. Aha. Ja, und dann dieser Mod, ich weiß nicht, ich warte jetzt noch, bis wir das Emote geleakt haben, ob ich dann den Namen leaken kann. Im Moment ist er noch im Schutzprogramm, der ist im Safehouse untergebracht. Ach so, das ist also, du wirst also, komm ich auch drauf. Du weißt also auch nicht, wo dieses Safehouse ist. Also er hat eine andere Identität auch derzeit und ist halt zum Schutz untergebracht. Auf jeden Fall von diesem Mod habe ich einen Vorschlag bekommen. Ich fand den mega, ich bin gar nicht in diese Richtung gegangen. Ich fand das mega genial, diesen Vorschlag. Und das habe ich dann meinen Mods präsentiert und die auch alle einheitlich, wie geil ist das denn? In die Richtung haben sie auch geschrieben, in die Richtung habe ich ja gar nicht gedacht.
Dann, welch ein Zufall, dass Gala für uns beide die Emotes entwirft. Und Mensch. Was ein Zufall. Und dann habe ich gesagt, Galachen, ich so und so sieht das aus. Was für eine geile Idee. Ja. Und dann, wie wir die Gala treffen, hat sie sich wieder selbst übertroffen. Vorher, also von deinem Mod, war nur ein grober Vorschlag, in welche Richtung es gehen kann. Das habe ich Gala gesagt. Sie hat direkt zwei konkrete Vorschläge präsentiert. Und ja, einen davon fand ich super. Wie gesagt, dann auch in Rücksprache mit meinen Mods. Und ja, ich habe die Tage die Skizze bekommen. Oder gestern. Und heute habe ich dann das Fertige bekommen. Und das war die Geschichte. Ja. Oh. Ja. Ja, dann vielen lieben Dank, Pauli. Ne? hab noch einen schönen Abend. Mach's gut. Was schön mit dir. Tschüss. Hast du wirklich Schiss vor dem Emo? Sag mal ehrlich jetzt. Nee, ich freu mich. Also, ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht, ich kann das nicht einschätzen. Ja. Also, ich habe wirklich, die einzige Idee, die ich habe, ist, dass es irgendwas mit einem Rasenmäher zu tun hat. Mhm. Wenn es das nicht ist, habe ich absolut noch nicht mal eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Also es hat nicht ansatzweise was mit dem Rasenmäher zu tun. Scheiße. Nee. Es hat nichts ansatzweise was mit dem Rasenmäher zu tun. Nicht im Entferntesten. Nee, dann habe ich tatsächlich, muss ich sagen, absolut keine Ahnung. Hat denn jemand aus dem Chat, sowohl bei Paui oder auch bei mir, eine Idee? Habt ihr eine Idee? Was ja, muss ja, warte mal, ich habe deinen Chat gar nicht auf. Ich mache den jetzt auch mal eben auf. Ich habe deinen gerade auf, warte mal, ich mache mal hier so, dann sehe ich dich auch so. Ja, jetzt, warte, ja. Ich mache dich auch mal eben auf. So. Ach, du streamst unter SysEGuy heute, achso. Ja. Ja, heute unter SysEGuy, ja, genau. Ja. So. Ah, hallo. Ja. Warte mal, da mache ich hier dich auch mal mit mir. Hier, da haben wir jetzt Streamception. So. Schön. Hör auf schön. Damit. Ich verbiete meinen Sohn übrigens den Umgang mit dir, ne? Was? Schön, sagt er mal. Schön. Ich höre nur noch schön. Und gestern war irgendwie was. Ich sag, oh, schön. Wie heißt das? Ich so, hä? Ich so, schön. Wie heißt das? Ich so, Alter. Ach, wie geil. Man nee, sitzt ja vor mir, das heißt schön. Schön. Du bist, also, weiß ich nicht. Also. Falls du gerade zuguckst, schön. Schön, machst du da. Schön. Ich hoffe, und wenn du gerade noch zuguckst, warte, ich muss auch eben. Wenn du gerade zuguckst, Alter, es ist kurz nach 9. Es geht jetzt ins Bett, morgen ist Schule. Papa hat gesprochen. Oha. So. Also erstmal gleich schön ins Bett. Schön ins Bett, richtig schön ins Bett. Schön, guck und ich hasse schön. Diese Core-Funktion im Chat. Guck ja, dir mal an. Ja. Mama! Aber gefällt dir das Emote? Ich liebe es. Und ich hoffe, es ist wie gesagt wirklich was Spezielles. Ich hoffe, dir gefällt es auch. Ich habe da auch einen speziellen Vorschlag. Jetzt haben wir, jetzt warten, oh Gott, dieses Schön. Jetzt warten wir erstmal das Schön ab. Schön. Und dann, weil du hattest ja eigentlich gefragt, ob der Chat irgendeine Ahnung hat. Ja, ja, also meine hat jetzt, glaube ich, nicht irgendwie, entweder ich habe es überlesen, aber ich glaube, eine wirkliche Idee hatte. Ja, also ich glaube, die denken, das wird ein schönes Emote. Ja. Ein schön Emote? Nein, ein schön Emote, das haben wir schon. Ein schönes. Naja, ist atemberaubend, der Emote. Wo ist denn Gala eigentlich? Wo ist die Emote-Meisterin? Ist sie gerade da? Hast du gerade gesagt, es ist atemberaubend? Ja, sicher. Wehe. Wie? Wie wehe? Nein, es ist kein Bild von mir. Ich bin doch da. Ja, Gala ist da. Gala ist da. Wunderbar. Ja. Wie machen wir das mit dem Leaken? Gar nicht. nicht, dass du gleich komplett atemlos bist. Wehe, Pauli. Ohne Witz. No. Nee, Alter. Oh mein Gott. Pass auf. Ich würde sagen, wenn du kannst, mach das doch einfach bei dir im Stream auf und zeig das irgendwie bei dir im Stream. Ja. Wenn du das irgendwie kannst. Ich möchte, das kann ich. Ich mache jetzt hier gleich auf Vollbild. Ja. Ich werde jetzt einmal schon mal, ich mache jetzt mein Bildschirmcover aus. Ja. So. Wenn ich jetzt den Bildschirmcover gleich wieder anmache, ist es da. Ich pop mal eben deinen Chat hier raus. Pop out Chat, damit ich das auch sehe. Du hast nicht einen Helene Fischer Emote gemacht. Das hast du nicht gemacht. So, das hat Gala nicht gemacht. Lass dich doch einfach mal overrushen. Sag mal, ist das Englisch wäre overrushen, richtig, ne? Overrushen, glaube ich. Wer weiß, guck mal, Gala sitzt da am Sippen. Ja. So. Die Sache ist, mein lieber Freund. Patrick Renn, ich sag's dir jetzt schon. Wieso Patrick?
Der kann nicht, der ist ja, im ja. Zeugenhaus, der ist, Ach so, ja, ja. Der, du meinst, Marie-Louise? Marie-Louise ja, ja. ist in Erkenschwick ja. im Zeugenschutzprogramm hier. Ja, klar. Mhm. So. Halt, ich möchte dein Gesicht, ich muss dich auch noch, ich muss deinen Stream, ich will ja deine Reaktion auch sehen, weil, so, weil das Emote ist auf. Ich möchte ja deine Reaktion live abcapturen. Also Stream macht gerne Saschas Stream auch auf. Ich kann das jetzt nicht doppelt abcapturen, aber ich möchte halt sein unfassbar hübsches Gesicht dabei sehen. So. Gut. So, ich habe alles vorbereitet. So. Ja, also. Emote ist auf. Es wird nur noch wenige Augenblicke dauern. Es ist, ich möchte jetzt wie gesagt davor erst noch da was dazu sagen, zu diesem Emote. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist eigentlich gar nicht schlimm. Ja. Und zwar, es ist was Besonderes, was mir sogar, was mir wichtig ist, dieses Emote. Ich vertraue dir mit dem Emote nämlich sogar was an. Jetzt kommt er. Ja. Und ich hoffe, dass umgekehrt du mir auch etwas anvertraust. Ja. Ich vertraue dir was an mit diesem Emote. Und du kannst das auch öffentlich sagen, auch wenn du das nicht möchtest. Ich bitte dich auch damit, mir etwas anzuvertrauen. Ja. Und jetzt, zwar gebe ich dir, ich gebe jemanden in deine Obhut. Jemand, der mir wichtig ist. Es ist ein sehr lieber, süßer, flauschiger, kleiner Bär. Ja. Den du von mir bekommst. Ja? So. Ja. Und ja, zwar, ja. Ich zeig's jetzt einfach mal und dann reden wir darüber. Und zwar ist das ein Freundschafts-Emote. Ja? Und jetzt kannst du immer noch deinen Kirmes-Boxer verkloppen. Oh! Ich möchte dir, es ist ein High-Five. Ja? Ich möchte dir gerne meinen Povi-Bären anvertrauen und ich frage dich, ob ich Vieh bei mir aufnehmen darf. Oh! Ja? Das ist ja mega. Ja. Das ist ja mega. Also, Angst ist doch, denke ich mal, unbegründet, oder? Alter, das ist richtig sick. Das ist richtig gut. Ja. Das ist Alter, das ist ja wirklich, das ist ja richtig gut. Ne, also kein Helene Fischer, so, ja, muss, Patrick fragt gerade, muss er noch rennen? Ich denke nicht, oder? Nee, Marie-Louise muss nicht mehr Marie-Louise, rennen. Du kannst aus Erkenschwick, aus der Musterstraße 4 jetzt rauskommen, ja? Ja. Alter, ja. Das ist wirklich, Alter, das ist richtig gut. Also, ich würde also das dann, Povi, weiß ich nicht, kann man nur eine Zahl nehmen, Povi 5 für High Five, oder wir schreiben es aus, Five. Ich würde sagen 5, glaube ich, einfach nur. Ausschreiben. Also einfach nur eine oder nur die Zahl 5. Also ich würde sagen nur die Zahl 5, wenn das geht. Ja. Zahlen gehen, ja, weil dann würde ich einfach nur, du machst E-Guy 5, ich mach Povi 5. Ja, das machen wir genauso, machen wir das. Und dann würde ich sagen, machen wir das, wo kann ich dir das jetzt am besten schicken? Im Discord am besten. Das wäre perfekt. Ja, so. Alter, das ist ja richtig gut. Also, ich glaube, so wie das gerade, wie ich das in beiden Chats sehe, kommt es, glaube ich, sehr gut an. Ich glaube auch. Und ich glaube, ihr wollt das Emote jetzt haben. Ja? Ich glaube auch. Und ich denke mal, beide Communities können sich so jetzt immer wunderbar begrüßen, denke ich mal. Man kann es einzeln super, finde ich, auch benutzen als High Five. Ja, klar. Zusammen. Alter, das ist ja richtig gut, Mann. Ja, deswegen mega dickes Dankeschön Gala. Ja, also da hat's, ich habe die Skizze gekriegt direkt. Es war direkt so, ich so, nämlich da brauchst du auch nichts ändern oder sonst was. Perfekt. Dankeschön, Gala. Ja, also vielen lieben Dank. Also man könnte meinen, die macht sowas öfters. Ja, könnte man echt meinen. Ja. Wie gesagt, Vorteil ist wirklich, dass wir die gleiche Emote-Künstlerin haben. Ja, das halt echt. Ja, nein, das war Patricks Vorschlag. Geil, ey, ja. Sehr, sehr geil. Das war also Patricks Vorschlag und ich fand den direkt genial. Also eigentlich fand es jeder genial, den ich das danach gesagt habe, und Gala war auch direkt, boah, geil. Dann ultra geil. Ich nehme das jetzt einmal kurz weg, weil ich jetzt hier das jetzt schicke via Kocht. Alter, wie geil. Ich habe ohne Witz, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit.
Also nicht mal im Ansatz habe ich damit gerechnet. Das ist richtig cool. Oh, hier geht gerade hier der genau, Gala-Loben, genau. Hier geht der nächste Chor durch. Aber vollkommen zu Recht. So, hier. Dann mache ich beim Sprechchor auf jeden Fall mit hier. So, wo ist der Sascha? Wann haben wir denn zuletzt gediscordet? Ich mach dir mal kurz hier so. So, ja, ich hab dich. So, dann kriegst du einmal die, kriegst du alle drei. Ich schick dir, oder wohl, nee, warte, ich kann dir auch die ZIP-Datei schicken direkt. Da hast du ja. Ja, das kannst du auch, ja. Ey, das ist halt so, oh, das ist halt wirklich Five-Head-Move eigentlich. Richtig geil. Ja. So, was? Ach nee, das ist gar nicht, ich hab das gar nicht. Jetzt darf ich mal eben die Bärchen. Hä? Nein, nicht jetzt, habe ich eine Verknüpfung erstellt. So, einmal hier rein. Alter, mega. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht, jetzt muss ich dich ja mal kurz wegmachen, so. Ja, so, und ich lade jetzt direkt es hoch, damit wir hier gleich in den Schätzen Feuerwerk quasi haben. So, Leute, wenn ihr noch nicht sub bei Sascha seid, rüber da jetzt, los. Damit ihr dann. Ach so, jetzt ich lade deins hoch und du lädst meins hoch. Richtig. Ach so. Deswegen habe ich ja gesagt, ich gebe ihn dir in deine Obhut. Ach so. Ah, jetzt habe ich das erstmal verstanden. Ja, deswegen, das meine ich ja mit Anvertrauen. Wie brauche ich denn die Anvertrauen? Ach du Scheiße. Wenn du da nichts gegen hast. Nee, absolut nicht. Ich versuche gerade nur, ich warte auf die Kommentare im Chat, die nicht verstehen, warum du ein Emote von mir hast und warum ich ein Emote von dir habe. Das wird lustig, ja, da bin ich auch gespannt. Ich sehe schon meine Motzen-Command dafür fertig machen. Ey. Okay, und was mache ich jetzt? Jetzt binde ich meinen gerade ein, ich Idiot. So, nein, so, Vieh kommt rein. So, hallo Vieh. Und ich passe gut auf Vieh auf, wirklich. Vieh, schön. Vieh. So, das Ganze nenne ich einfach nur Zahl 5 und hochladen. Erfolgreich hochgeladen, es ist da. So, Community, jetzt kann es sich nur noch um Sekunden handeln. Um Stunden handeln. Ja, ach, eigentlich geht das. Aber mir lädt die Seite gerade nicht mit dem Hochladen. Wow. Warum auch immer. So, schon da? Wie, ist schon da? Warte mal. Ja, bei mir ist es schon da. Mir noch nicht. Wo ist denn jetzt dein Chat? Ach, da. Der Chat ist gegangen, glaube ich. So, hier, ich hau mal, dann so, Provi 5. Ja, ich sehe es bei mir auch schon. Ich sehe es bei mir auch schon. Da. Ich kann es nicht hochladen, es geht nicht hoch. Was ist mit dir? Ich weiß es Schlag nicht. Schlag ein, High Five. Ja, warte, ich will gleich. Wieso geht denn das jetzt nicht hier? Sind 4 UBII hat jetzt die Cap auf. Jetzt hat er es, jetzt hat er es. So, hochladen. So, ich bedanke mich gleich. Erstmal Maverick, Staubi, ich bedanke mich gleich bei euch, ja? Jetzt müssen wir erstmal hier. So, es ist auf jeden Fall hochgeladen. Ja? Wieso bin ich jetzt. Ach, da ist dann, jetzt habe ich das minimiert. Ja, es geht. So, schön. Provi 5. E-Guy 5. Wieso habe ich. Oh, warte, ich sehe es nicht. Ich muss mal eben aktualisieren. Das ist jetzt totaler Brainfuck, wenn man jetzt. Ich muss ja zuerst den Provi 5 eingeben, obwohl es ja meins ist. Und ich muss ja dann. Alter, das ist ja. Das ist Brainfuck aus der Hölle, Alter. warte, ich mach dich auch mal wieder auf dem Schirm hier, genau. So. Also, ich muss dich ja mal aktualisieren hier, glaube ich. Ah, das ist echt schön, wirklich. Das hat die Gala echt wieder super gemacht. Ja. Das hat die Gala echt gut gemacht. So, hier. Wieso sehe ich E-Guy 5 noch? Wieso sehe ich bei den E-Guy 5 noch nicht? Vielleicht musst du, aktualisieren. Bin ich jetzt total Banane? Da ist er doch. E-Guy 5. Ja, Pat, das ist doch geil, Patte. Das ist doch eigentlich ist das genau. Bei mir wird das aber auch noch nicht angezeigt. Ja, Twitch, das dauert manchmal so ein bisschen, bis das kommt. Ja. Ja, bei mir sehe ich schon. Bei ja, mir ich sehe schon ein, bei dir. Ja, ja. Provi 5. Gucken, ob es in meinem Chat geht. Provi 5. Ach, wieso? Warum sehe ich das nicht? Twitch. Bei mir sehe ich sie gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also ich sehe sie im Chat, aber ich kann sie noch nicht schreiben.
Aber das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. So, auch bei dir, Hi Phantom. Ich bedanke mich gleich für alle. Das ist der Vorteil, wenn man die gleiche Emote-Künstlerin hat, ne? Ja, das wäre ja sonst nicht gegangen. Oh, warte mal, ich habe jetzt hier dich weggedrückt gerade hier. Das kommt, weil ich Mikrofon muten und Taste zurück auf... Warum hast du sowas? Was? Mikrofon muten? Ja. Bei mir geht's nicht! Aber jetzt hat er das... geht bei mir, aber andersrum geht's nicht. Ja, genau das gleiche Phänomen habe ich gerade auch. Warte mal, ich mache jetzt... Naja gut, dann dauert das aber ein bisschen. Dann dauert das ein bisschen. So, jetzt nochmal hier. Wenn ich jetzt Povi 5 eingebe, habe ich E-Guy 5. Jetzt hab ich's. Also, Povi 5, E-Guy 5. Yes. Ich hab schon ganz oft der 5 gedrückt, Chat. Ich habe das schon ganz oft gemacht. Jetzt lädt dein Stream gar nicht mehr. Bist du off? Ich bin noch da. Wieso weint die Frau Balea? Was ist da los? Wieso bist du sad? Nee, ich kann es tatsächlich noch nicht schreiben. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Das funktioniert. Aber das ist echt ein schönes Emote. Das ist echt schön. Ich hab den Browser auf jetzt, Sarina. Das ist, ja, manchmal dauert das. Du kannst sie nicht sehen. Ah, dann schließ mal dein, du guckst auf der App, dann schließ die App mal komplett, Frau Balea. Ja, musst du einmal neu starten, ja. Den Bums, ja. Ja. Richtig geil, wirklich. Jetzt Povi reporten, ja genau, richtig. Wir reporten uns jetzt gegenseitig. Oh ja, das ist eine gute Idee. Boah, aber jetzt mal ohne Witz, ich will nicht wissen, wann die ersten kommen, ey, der klaut dein Emote oder sowas. Also Safe Call wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der sich fragt, warum das so ist, wie es ist. Ziemlich sicher. Alter, das ist richtig gut, wirklich. Ja. Boah, ich habe mit keine Ahnung was gerechnet, ne? Ja, komm, was sind jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Also dir ist auf jeden Fall Rasenmäher durch den Kopf gegangen, ne? Ja, das war's. Ich hätte noch nicht mal eine Idee gehabt, was das irgendwie... ich dachte vielleicht auch tatsächlich irgend so ein Partner-Emote quasi, dass man halt, dass es halt zusammen Sinn macht. Das habe ich tatsächlich überlegt, aber auch auf sowas wäre ich nicht gekommen. Ja. Nee, Iga Helene, ich bin froh, dass es nicht Iga Helene ist. Danke, Pauli. Vielen Dank. Ja, gerne. Ewi in 91 trägt die Kette. Jetzt sehe ich deins, aber meins nicht. Was ist denn da bei dir los? Oh. Warum hast du Iga als Vieh? Gleich klatsche ich dir an, Mr. Shady. Aber kein Wi-Fi klatscht dann gleich. Ja. Was ist denn mit meinem Internet hier, Junge? Ja, weiß ich nicht. Ist dein Stream hängen geblieben? Oder also ich wollte jetzt nicht sagen, du bist hängen geblieben, dein Internet, also dein Stream. Ja. Ey, ich mach mal kurz meinen Stream aus. Ich mach ihn sofort wieder an. Bleib einfach kurz da. Ich glaube, ich weiß nämlich, woran es liegt. Okay, also einfach. Ich habe nicht gesagt, dass wir jetzt rausgehen. Ich habe nur gesagt, ich starte meinen Stream neu. Ich bin sofort wieder da, Leute. Also er ist sofort wieder da. Ich versuche euch eben zu unterhalten. 49 Monat. Oh, so, endlich Stream aus. Endlich ausziehen. Ja, so. Zack. Die hören dich jetzt. Du bist bei mir noch live, also pass auf, was du sagst. Hoch! Mensch! Ja? Also bei mir müsste. Wieso habe ich denn. So, Ja. Und wieder rein. So, gucken, ob ich gleich wieder. Ja, oder vielleicht nochmal raus. Nee, jetzt bin ich, glaube ich, mit nach einem F5 bin ich, glaube ich, wieder da. Hoffentlich. Ja. Ja. Ja, ich warte. Ja, ich warte auch. Ja, noch bist du offline hier. Musst du vielleicht, glaube ich, F5 einmal slammen. Ja, ich klicke auf den Kringel. Ja. Ja. Nee, aber ich habe tatsächlich immer noch Probleme. What the fuck, was ist das denn? Ja, weiß ich nicht. Hast du ausgelassene Drops, Frames oder was? Nee, ich glaube, ich habe Vodafone. Habe ich. Aber ganz schön da. Ja. Der BTF, was ist denn das? Ich hab mich erschrocken. Ich erschreck mich ja auch gerade. Ja. Er hat schon wieder Vodafone, ja. Nee, keine Ahnung. Aber hast du Framelops? Nee, ich hab Vodafone. Naja. Nee, aber ich glaube, hoffentlich läuft das jetzt. So. Ja. WB, hallo, na? Geile Aktion, richtig geile Aktion. Ich bedanke mich sofort bei allen. Ich dachte vielleicht Rasenmäher, weil es einfach halt so irgendwie war da, das Rasenmäher-Thema, aber sonst habe ich keine Ahnung. Ja, Chat, also wenn ihr jetzt mehr Vieh haben wollt, ne, dann ich bin da machtlos, dann müsst ihr den Pauli runter sagen. Ja, und umgekehrt auch. Also wenn ihr den kleinen Bärchen, ja,
der Sascha hat jetzt mein kleines Bärchen. Hat der Bär eigentlich einen Namen? Oder heißt er einfach Bärchen? Povi-Bär. Povi-Bär. Nee, gut, es gibt, okay. Gibt ja sogar Povi-Bär, ne? Kennst du, hast du die schon gesehen? Oh Gott, das will nee. Hier, also gib einfach rein. Gib aber mal Povi-Bär. Da, guck, ich hab's rein. Das war, hat Gala einfach irgendwie spontan mal gemacht und ich so, ja, gib her. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Also das hat sie so ohne Auftrag gemacht und ich fand das so cool, her damit. Das ja. Ist Povi-Bär. Schön. Schön. Ja. Ach, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Habt ihr euch echt gut Gedanken gemacht. Und Gala natürlich mal wieder super umgesetzt. Also wie gesagt, von Patrick war der Haupt, der vor, also in die Richtung, die es geht, so Freundschafts-Emote und so weiter. Mm. Und ein zweigeteiltes Freundschafts-Emote. Und von Gala war dieser konkrete Vorschlag auch so mit diesen High-Five und so. Not bad, ey, not bad. Ja. Den freue ich mich, das ist ein schönes Emote. Ich passe natürlich sehr gerne auf den Bärchen auf. Ja, pass bitte auf mein Bärchen auf. Na klar. Wie war das? Sie war im Chat und jemand sagte, Bär in weiblich wäre nice. Und Povi so, ja, wäre cool. Und ich so, ja genau, Gala, genau. Nee. Ich so und Gala so und Chat so und dann kam Povi Bär. Ja. Ja, Povi Bär ist auch schön. Ja. Ja, schön. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, ich danke dir für den Emote-Slot und ja. Guck. Nur nicht das Bärchen rasieren. Nein, rasiere ich nicht, keine Sorge. Nein, nicht das Bärchen rasieren, bitte. Also ich möchte nicht, dass du mein Bärchen rasierst. Hm. Ja. Ich sehe das immer noch nicht, das gibt's doch nicht. Was ist denn bei dir los? Ich weiß es nicht. Was liegt dann da im Internet, ne? Doch, bei mir geht's. Also du hast gerade bei mir hier, siehst du bei mir beide auch nicht, oder was? Ich probiere es nochmal. Jetzt sehe ich sie. Ja. Jetzt sehe ich sie. Geht doch. Geh schön. Schön. Povi zeigt uns gleich einen richtigen Bären. Ja. Geil, freue ich mich. Ich bin ein bisschen beruhigt. Ich hatte ein bisschen Angst mit Helene Fischer gerade zum Schluss, aber. Auf den bin ich gar nicht drauf gekommen. Erst als du in Schwitzens kamst, als ich atemberaubend sagte, da habe ich den erst gar nicht kapiert, bis irgendwie im Chat Helene, und deswegen bin ich dann nur noch absichtlich auf den Trollzug aufgesprungen. Verstehe. Mit nicht, dass er atemlos wirst. Niemand rasiert das Bärchen. Nein, niemand rasiert das Bärchen. Es gibt kein Iga-Helene-Chat, vergesst es. nicht bei 1 Million. Komm, bei 1 Million. Nein. Okay, bei 1,5 vielleicht. Okay, 1,5. Nein. Schätze, holt mal Bier. Sagen wir mal so, ja. Wenn du 1,5 Millionen Subs hast, brauchst du danach aber auch den Stream nie wieder anmachen. Ja, ist auch scheißegal. Ne? Dann kaufe ich Helene Fischer. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, echt? Dann kommt die einfach direkt. Was macht die dann? Die kommt dann direkt vorbei zum Singen. Ah, okay. Gut. Hat er falsch gelesen? Was heißt, niemand rasiert das. Ach, das Bärchen. Oh Gott. Jetzt, ja. Jetzt wird's komisch. Jetzt wird's komisch, aber nicht im Sinne von lustig. Ja, das stimmt. Ja. Was hast du denn? Was machst du denn jetzt eigentlich? Weißt du schon? Oder weißt du noch nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt null Plan. Und planlos geht der Plan los. Willkommen in meinem Stream, ja. Ja. Planlos liege ich hier und mache mir Sorgen. Weißt du denn, wie lange du heute hier bist? Weißt du das denn schon oder weißt du das auch noch nicht? Nö. Open End ist heute. Also so richtig Open End. Ja. Ja. Du wolltest jetzt Amazon Liste machen, ne? Wir machen jetzt erstmal Amazon und danach gibt's hier den Abgehobenen. Ja. Oh, der Juni hat gerade, es gibt schon Iga Helene, sehe ich gerade das Emote. Ja. Alter, was ist das denn? Nee, ein wunderschönes. Alter Falter, ey. du meinst, du wolltest nachher auf jeden Fall noch hier über den Wolken, oder? Ja, genau. Ich werde nachher auf jeden Fall noch ein bisschen fliegen, ja. Ja. Ja, das ist doch legitim. Ja. Dann würde ich sagen, dann sage ich dir einfach nochmal Bescheid, wenn wir dann gleich durch sind. Wenn ich dann noch da, das geht ja schon. Ich glaube, die letzte Amazon-Dingens hat 3-4 Stunden gedauert. Ja. Reden wir nicht drüber. Ja. Falls ich dann noch da bin, wenn ich nicht da, ich muss gucken, weil ab 22 Uhr muss hier eigentlich Zimmerlautstärke sein, sagt der Pfleger. Verstehe. Ja. Nein, aber machen wir spontan. Schnuffel. Dann machen wir das so. Ne? Ja. Geil, Alter. Pauli, ey, vielen Dank für das Emote. Wirklich richtig geil. Richtig gut. Gala, hast du gut gemacht. Kuss. Hasse. Sehr gut. Ne? Ja.
Gut, dann. Ja, dann schlage ich noch einmal ab hier bei dir und dann bin genau. Ich schlage auch mal eben ab bei dir. Warte, wie so. Geil halt. Das einfach ist. Kovi 5, Igai 5. So. Schön. Dann eventuell wie später. Wir passen auf Vieh auf hier. Wir passen ja, auf Vieh auf. Und hier, das Bärchen wird auch, der wird auch aufgepasst, ja. Alles klar. Dann bis später, Pauli, ne? Ja. Tschüss. So. Ja. Habe ich jetzt alles hier richtig? Das war die Präsentation und jetzt kann ich mich auch hier bedanken. Holy shit, sorry, ich wollte jetzt gerade nicht unterbrechen. Jetzt bedanke ich mich als erstes und zwar Maverick, 2 Jahre mit dem T2. Vielen, vielen, genau, Krümelchen. Ich bin jetzt auch voll wieder, ich war gerade nicht so auf dem Chat. Jetzt bin ich wieder voll da, sobald ich mich bedankt habe. Maverick, ich danke dir für 2 Jahre Sub-Support, dickes, fettes Dankeschön, doppeltes Dankeschön für den C2er. Staubi, herzlich willkommen, mein Lieber. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank, ja. Danke für deinen Support. Hi, Phantom, auch dir vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub und deinen Support. Dankeschön, herzlich willkommen. Viel Spaß mit dem Bärchen und auch mit Vieh, muss ich ja jetzt sagen, ja. Wir passen hier, Leute, passt mir ordentlich hier auf Vieh auf, ja. Dann Black Sepp, danke dir für 3 Monate Sub-Support, ja. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Evian, Dankeschön für 7 Monate. Dickes, fettes Dankeschön auch für deinen Support. Kingswerk bereits im 49. Monat. Mein Lieber, ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön, Kingswerk, für 49 Monate. Und der Lurch haut hier eine 5er-Bombe raus. Danke, Lurch, danke, Lurch, danke, Lurch, danke, Lurch, danke, Lurch, für die 5 Sub-Geschenke an Randy, Weekend Mode, Black Beast, Khan und LST. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Ich mache mir jetzt schnell Abendbrot. Mach das. So. Und jetzt bin ich auch wieder zu 100% für euch da. Wer ist denn jetzt alles dazugekommen? Wer ist denn jetzt alles dazugekommen? Eine Petition für Imhot. Igai Helene. Nein, so mies wäre ich aber auch nie gewesen, Junge. Da hätte er mir die Freundschaft gekündigt. Ja. Da hätte er mir die Freundschaft gekündigt. So, ich muss jetzt selber noch. Ich bin so begeistert von dem Imhot. Ich konnte das quasi gar nicht richtig abwarten. In meiner Liste wird er noch gar nicht angezeigt hier. Muss ich, obwohl ich habe das hier auch noch gar nicht aktualisiert. Ich kann es zwar schreiben und sehe es, aber es wird mir noch nicht in der Liste angezeigt. Also, Gary High. So, nochmal drücken. Doch, jetzt wird mir Vieh hier auch angezeigt. Hier. Da, jetzt habe ich hier Vieh auch drin. Ich bin ja auf jeden Fall wirklich mal gespannt, ob da in den nächsten Tagen Fragen kommen. Ja. Ob da. Na, sag schnell, wieso ich Vieh hier habe. Wieso ich Vieh habe. So, wollen wir den. Alter, ich bin bei viel zu vielen Leuten Sub. Obwohl ich habe einige Subs geschenkt gekriegt. So. Zack. So, ich muss mit dir schimpfen. Wieso? Wieso musst du mit Flauschi schimpft niemand? Ey, das ist so schön. 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 Ja, aber freut mich besonders, dass es euch allen auch so gefällt und dass es gut ankommt. Ja, das freut mich besonders. Aber da hatte ich jetzt aber auch nicht ganz so große Bedenken, weil egal, wem ich es anvertraut habe, es war nur ein kleiner Kreis, ja, wem ich es anvertraut habe, waren eigentlich alle sofort davon begeistert, ja. Da waren eigentlich alle sofort begeistert. Ja, und das Schöne ist, Leute, was ich schön finde, der Größteil meiner Community ist auch bei Sascha Sub, ja, und das heißt, ja, ihr könnt die sowieso immer in Kombination quasi benutzen, ja,
Und das ist schön. Die beiden gehören zusammen. So, ihr wisst übrigens, was das heißt, ne? Wenn ihr zu Sascha rübergeht, wird jetzt immer mit High Five. Wer hat denn bitte mehr als ein Abo? Niemand. Niemand. Zeba. Niemand. Ja, was machen wir denn jetzt, Leute? Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine. Sollen wir ein bisschen Rasen mähen? Sollen wir, ich will ein bisschen, weil ich weiß, Flauschi hat es geschrieben. Ich habe das auch schon lange nicht gemacht, aber ich fände es jetzt blöd. Wir machen das auch mal wieder. Haben wir jetzt wirklich auch schon locker 2 Monate nicht gemacht, durch die Amazon-Liste zu gehen. Aber ich finde das jetzt blöd. Wenn Sascha das jetzt macht, mache ich das jetzt nicht parallel auch. Das können wir aber in den nächsten 1-2 Wochen auch mal wieder dann machen. Ja. Alter, Gary, jetzt mal ohne Witz. Was hast du mit deinem PUBG die ganze... Ich zieh dir gleich eine. Was willst du immer mit... Zeba, irgendwas hat... Ich weiß nicht, was mit Gary los ist. Ich weiß nicht, irgendeiner hat unseren Gary kaputt gemacht. Irgendeiner hat Gary kaputt gemacht. Ich weiß gar nicht. Komm, wir gucken mal. Ich liebe ja Twitch-Tracker. Twitch-Tracker. Der PUBG-Hype ist nun in der Schweiz an. Ach so. Ach so. Was, Xanz, da war's? So, ich guck mal eben, wann wir das letzte Mal auf diesem Kanal PUBG gab. Am 1. September 2017. Also vor fast genau, morgen ist es genau, und das ist, Leute, das Game ist auf Platz 28 bei mir. Das Game ist auf Platz 28 von meinen Spielen. Nee, Follower pro Stunde. Total Airtime. 34 Stunden. Ich habe PUBG genauso, Leute, überlegt euch das mal. Guck mal hier. PUBG habe ich eigentlich genauso viel gezockt wie Cooking Simulator und Ranch Simulator. Ja. Also PUBG. Wieso habe ich das so viel gestreamt? Wieso habe ich das so viel gestreamt? Hä? Ha. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir das so viel, also 34 Stunden finde ich ja schon. Ich weiß, dass wir das 1-2 Abende mal gezockt hatten damals. Das war noch zu Tanoa-Zeiten. So mal als Abwechslung mal so ein Abend. Aber 34 Stunden ist ja schon mal was. Und F1 2020, obwohl wir F1 2020 wirklich auch regelmäßig jeden Monat eigentlich ein Rennen gemacht haben. Ne? Assetto Corsa habe ich jetzt auch schon, inklusive den 12-Stunden-Rennen und alles. Ne? Wow, Kiki! Kiki liggenstreepje liggenstreepje 25 schenkt Helene liggenstreepje Fischer einen sap. Kiki liggenstreepje liggenstreepje 25 gifted a tier 1 sap to Helene liggenstreepje Fischer. Kiki? Dankeschön für das Subgeschenk an Helene Fischer. Haben wir nicht, ich glaube, es hat sogar schon Helene Fischer Official, hat auch schon hier einen Sub. Die anderen, ja, siehst du, achso, die anderen Helene waren, ja. Ich hab halt hier eine tolle Community. Ich hab halt eine tolle Community. Hättest du dir doch selber einen Sub gegönnt. Kiki, dankeschön für das Subgeschenk an Helene Fischer. Nein, auch hier, es wird keinen Helene-Bär geben. Ja? Es wird hier keinen Helene-Bär geben. Dankeschön. Wow. Der Sub war... Okay, man muss Prioritäten setzen. Man muss Priorität... Road to 1904. Ja, da ist noch Luft. Ich habe ja ein bisschen Angst vor dem September dann. Ja. Support hin oder her. So, Entschuldigung. So, schließen.
erstmal wieder sortieren. Ja, Leute, was haltet ihr von ein bisschen ganz chillig Rasenmähen jetzt? Provi Bealene, was ist? Helmchen. Dann ist oh, na, Helene Berlunger, das ist ja aber, hör mal. Bei Helene Bär ist jetzt hier aber auch Gefahr in Verzug, oder? Bei Helene Bär ist jetzt hier aber auch Gefahr in Verzug. Ganz chillig auf Sofa? Nee, nix auf Sofa. Atemlos. Nee, auch wenn ich das Wort nur lese, habe ich schon einen Ohrwurm. Ja? Wenn ich das Wort nur lese, habe ich schon einen Ohrwurm. Ey, ich habe echt Bock. Lass uns ein bisschen den Controller anschmeißen und den Abend chillig ausklingen lassen. Hier mit ein paar ordentlichen Runden. Man! Ja, mit ein paar ordentlichen Runden. Man! Was, Achterbahn ist besser? Was für eine Achterbahn? Bei dem Schlagertyp werden gerade alle Schlagerstars sub. Ach du Heiland. Wieso hab ich? Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Was hab ich? Da hab ich jetzt nichts mit zu tun. Ich bin nicht immer schuld, wenn bei Sascha. Wenn bei Sascha. Wenn bei Sascha hier die Subs explodieren, bin ich nicht immer schuld. Ja, auch wenn ich vielleicht ein, zwei Mal ein Trigger war. Ja, man, Frau Balea, man ist auch kein Steingut. Ja, man ist auch kein Steingut. Auch wenn Paprikasahnehähnchen auf dem Teller liegen, ja, isst man nicht den Teller mit. Profi ist schuld. Nein, ist nicht schuld. Ist eigentlich noch Kuchen da? Ja. Drei Viertel. So, was mähen wir denn jetzt hier? Den gönne ich mir heute nach Streamende, schaufel ich mir den rein. Ich schaufel mir richtig hart einen rein. Mäh, mäh. Ja, du kannst gerne vorbeikommen. Der kurze Pent E, holst dir den eben ab. So. Sollen wir hier so einen Riesenauftrag mal nehmen und sollen wir es uns selber machen? Erst wieder Pferdekoppel oder Hilltop-Haus. Pferdekoppel kennen wir aber schon, ne? Oder die Gegend. Ich würde sagen, das hier macht erstmal, das macht Chlamydia. Chlamydia mit dem Chris Ruhig den Großen. Dann 380. So, den hier macht der Gary mit dem kleinen Meer. Und wir gönnen uns hier diesen Hilltop-Garten. Mulcher oder Grasfang kommt normal. Ich will endlich mal so eine Line ziehen da. Mit dieser Walze, die ich da habe, extra. Ist größer, Junge. Macht da keinen Scheiß. So, Purple Haze macht jetzt hier das Gras erstmal fertig. Ja? Purple Haze macht das Gras fertig. Uff, wie viel gegen? 6 geht. Oh, warte mal, halt, ich muss mal. Die Kamera mache ich noch ein bisschen runter. Mal eben raustappen. Ich glaube, so, hier dürfte die dann nicht weiter stören. Ja. Und, so, alors. Ne? Alter.
Alter Falter. Was haben wir denn? Ja gut, hier gibt's jetzt. Jetzt wisst ihr auch, warum es hier so viel Kohle für gibt für den Auftrag, ne? Da vorne habe ich schon zwei Sachen gesehen. Das ist der Vorteil, weil das Gras wird. Seht ihr, da hinten wird das gerade nicht angezeigt und schon sehe ich da vorne den nächsten Gegenstand. Das ist dann einfach. Der Rasen wird erst ab einer gewissen Entfernung angezeigt. So, das heißt, da ist nichts. Jetzt haben wir drei Objekte gefunden. Da liegt auch noch was. So. Da liegt was, ein Teil noch. Und da, ich habe alle Teile. Da lag eine Knarre, ein Gewehr. Was? Was ist das? So, Terrainprüfung abgeschlossen. So. Was haben wir hier für eine Schnitthöhe? Aktuell Dinge. Okay, da muss gut was runter. Machen wir den auf auch 6,5. Erstmal den Motor an. So. Drehzahl hoch. Schnitthöhe 7,63. Dann würde ich sagen, fangen wir hier. Katsching, genau. Wir brauchen Katsching. Ivi, ganz genau. So. So, hier haben wir keine Blumen, das ist super. Also hier können wir jetzt erstmal hier ganz grob. Mal ganz groß. Ist ja nicht die Schneid-Okulonzen-Dinger hier. So, der ist auf jeden Fall super, der Mäher, Leute. Den wir hier haben. Den haben wir uns letztes Mal gekauft oder was? Also der ist wirklich sick. Der schafft auch gut was weg. Boah, jetzt geht das wieder los. Ich muss wieder einfach die Kinder ignorieren, dann hören sie auch damit auf. Einfach die Kinder ignorieren, dann hören sie damit auf. Einfach die Kinder ignorieren, dann hören sie damit auf. Ja, es wird klappen. Der ist auch noch schnell mit Hass hier, ne? Ich glaube, wenn wir das Ding hier mit dem Anfangsmäher. Gute Nacht, Marie, ne? Oh, das hört sich gut an, Watchy. Ja, so ein Katsching. Wir, Gary, wir brauchen ein Katsching. Das hatte Ella letztens schon vorgeschlagen. Deswegen hatte das Ivy gerade auch in den Chat geschrieben, das Katsching. Wie bei so kleine Etappen wie bei den Power Wash Simulator. Ja, das macht ja da auch immer so Katsching. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Katsching, wenn was fertig ist. Da hast du von dem Spielgerüst die Leiter. Katsching! Wir brauchen mehr Katschings. Frau Balea habe ich schon oft einen Käsekuchen gebacken und wenn sie einen möchte, backe ich ihr einen. Ja. Alte Billy, ne? Da haben uns jetzt aber was angelacht. Gut, dass wir freche Kinder sind und nicht damit aufhören. Wow. Mehr Katsching. Ja, wir brauchen mehr Katsching. Ich brauche hier Katsching. Ich möchte Katsching. Ich wünsche mir Katsching, Leute. Ich wünsche mir wirklich Katsching. Ich wünsche mir wirklich sehr Katsching. Das ist so, Husky. Das ist wirklich so. Das ist richtig schön. Eigentlich ist das die perfekte Uhrzeit,
Besonders wenn viele von euch so ein bisschen im Halbschlaf entweder den Stream schauen oder irgendwie im Bett, jetzt im Bett schauen über Tablet oder ob ihr einen Fernseher habt im Schlafzimmer. Perfekt zum Einschlafen, dieses schöne Surren des Rasenmähers. Jetzt der Duft vom frisch gemähten Gras. Gemähtem Gras, Leute, beherrscht euch. Ja? Hab nicht gesagt, ihr sollt euch hier eine Lunte bauen jetzt. Oh, du steht jetzt. Oh, frisches Gras? Moment, da sagst du was. Weißt du? Gary, dir und Bea backe ich jederzeit einen Käsekuchen. Genau. Schlafen ist die beste Medizin. Das ist wirklich so. Purple Haze sagt, man soll keine Lunte mehr bauen. Ganz genau. So die Worte hier von Purple Haze. Das ist richtig. Ich meinst, sie ist unglaubwürdig oder was? Hier in der Mittagszeit habe ich ein schönes Rechti-Drecki. So. Ja, ich hätte mir eigentlich, wie viele Katschings hätte ich mir jetzt hier schon verdient in dem Garten, ha? Da sind ja eigentlich schon einige Katschings hier. Oh, da war noch ein Fitzelchen. Captain Future. So. Rico, grüße dich. So, jetzt fahren wir auf und ab, weil wir das jetzt so schön quadratisch praktisch gut haben. Das Schöne ist, ich kann hier, der Rasen ist nicht so hoch. Ich kann hier wirklich mit Vollgas durchfahren. Das ist super. Also nicht, dass der Motor irgendwie. Also es gibt ganz ein, zwei ganz kleine Stellen, wo der Rasen ein bisschen höher ist. Da müsste ich halt ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten. Aber das merke ich ja dann. Ansonsten läuft das jetzt echt cremig durch. Helmchen, was du dir wünschst, ne? Kannst ja mal einen Wunschzettel schreiben, ja? Wow, einfach nur wow, Herr Gerald. Ja. So, aber das geht mit dem Meer relativ flott, ne? Ey, du musst dir überlegen, wenn du. Alter, $1,400 oder was wir dafür kriegen, ne? Ne, Pfund. Pfund. Ey, du musst dir überlegen, wenn du im Real Life so viel dafür kriegen würdest für so einen Garten. Gut, da bist du dann vielleicht auch einen Tag zugange, wenn du es ordentlich machst, aber ist ja egal. Du musst ja überlegen, 1400 Pfund Umsatz. Machst du nur so einen Garten, das ist ja Alter. So, was hast du hier, ne, die Kosten, die du hast? Sprit, Benzin, Verschleiß für das Ding. Da bleibt aber noch fett was unten drunter. Auch abzüglich Steuern und was weiß ich nicht.
glaube nicht, dass solche Gartenlandschaftsjob in Real Life so lukrativ sind wie hier in dem Game. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, im Winter, ja, ich kenne das von einer alten Firma, die da den Garten, die auch das gemacht haben, die haben im Winter Winterdienst gemacht. Ja, also die haben dann, die machen ja dann quasi, ja, wie die Eisdielen, die im Winter Hüte verkaufen, ja. So, aber wie gesagt, es sei ja, aber es kostet im Real Life keine 1400 Pfund oder auch Euro, so ein Rasen mähen zu lassen. In der, ja, das ist ein großer Garten, aber das ist jetzt aber auch nicht, wer weiß, was für ein Rasen. Das hier sind, weiß ich nicht, was sind das, 2000 Quadratmeter Grundstück oder was, die man hier mäht? Steht das hier? Steht, also weiß ich nicht. Was sind das, 2000 Quadratmeter? Hier das und das zusammengerechnet? Was meinst du, wenn du für so einen Garten 1400 Euro abrufen würdest? Junge, auch wenn die Leute genug Kohle haben, die sich so eine Hütte und so ein Grundstück leisten können, zahlen die garantiert nicht alle zwei Wochen 1400, für, um den Garten mähen zu lassen. Weil, ja. Ne. Das ist ein bisschen utopisch, so ein Preis. Rasenwalze senken, warum? Muss ich doch gar nicht. Will ich nicht. Könnte ich machen, will ich aber nicht. So. Einmal gemacht, damit das da nicht mehr steht. Ich habe so eine Zeit lang locker 600 verdient im Monat als Schüler. Echt, das ist doch ein cooler Schüler. So. Ich habe halt auch immer ab einem gewissen Alter immer gearbeitet in den Ferien und auch so. Das ist doch ein cooler Job, oder? Ja, generell einen eigenen Gärtner, du beauftragst halt eine Gartenlandschaftsfirma, die halt dementsprechend da ein, zwei Mal im Monat kommt oder wie auch immer, ja. Genau, also ist ja dann wie ein eigener Gärtner. Ja. Ein komplett eigener Gärtner, den du selber angestellt hast, der, ja. Aber ich kenne einige auch so, ne, die sowas machen, die halt... Gut, Rasenmähen selber, aber für so gerade diese herbstlichen Sachen oder so mal ein bisschen beim Beschneiden oder so helfen. Dass da mal ein, zwei Mal im Jahr ein Gärtner kommt und mal ein bisschen Tabula Rasa macht. Nachbar hat 300 Euro im Monat gezahlt für 1000 Quadratmeter. Ja, wisst ihr. Aber keine 1400, das machst du nie im Leben. Du zahlst vielleicht, wie du schon sagst, du zahlst vielleicht einer Firma, machst einen Vertrag, hey, ich zahle euch 1400 Euro im Monat der Firma, dafür mäht ihr meinen Rasen, dafür macht ihr hier die Beete oder was auch immer. Ja, das schon eher. Ja, also, ich habe keine Ahnung, was für Preise man da abruft, aber das wäre schon was anderes. Aber nicht für einmal mähen 1400. Weil wer so das Geld zum Fenster rausschmeißt, der hätte im Leben nicht so viel Kohle erwirtschaftet, um sich so eine Hütte zu leisten. Hier habe ich da mal gesehen, ich habe da mal so eine Sendung gesehen, schon ewig her. Da ging es drauf, da haben die da so einen Multimillionären begleitet. Der war dann auch mit seiner Frau unterwegs in einem Mall und so was. Und er dann aber auch ganz kniepig. Der muss nicht sein, du hast dir das und das, ist okay. Du hast dir das und das Kostüm geholt oder was. Und die wollte dann noch dies und jenes und er so, ne. Und die Reporter dann auch gefragt, warum? So, haben sie jetzt nicht hier noch, was weiß ich? Da wollte die irgendwas haben für 1500 Euro noch oder sowas. Und er sagte ganz klar, ja, sicher könnte ich mir das leisten. Oder wie auch immer. Aber das muss ja nicht sein. Da hat irgendwie auch gesagt, von wegen vom Geld ausgehen. Weil sie haben doch so viel Kohle. Ja, sagt er, aber vom Geld, ich habe das ganze Geld nicht vom Geld ausgeben. Ja? Vom Geld ausgeben ist noch keiner reich geworden. Ja. Tabula Rasen, ja, genau. So, Psi. Wenn wir ganze Beete und Hecken von so einem Unternehmen machen. Ja.
Ja, das ist je nachdem, was für einen Garten du hast. Im Herbst ist halt, hast du richtig mal hoch. Im Sommer ist ja, das geht ja. Im Sommer hast du dann auch schon viel Arbeit mit, aber das geht ja noch mit hier. Im Frühling hast du halt die Arbeit. Im Sommer ist es ja mehr oder weniger verwalten. Unkraut, Rasenmähen und so. Und dann im Herbst geht es ja dann halt richtig zur Sache, ne? Darkborn, gute Nacht, schlaf schön. Was hat Matti? Ja, genau, so, wegen Tabula Rasa, genau. Bom, 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 bom. So, da waren jetzt ein paar Stellen, da muss ich ein bisschen vom Gas gehen. Weil der da dann noch ein bisschen zu hoch war, der Rasen. So, upsi. Von ETS zum Rasenmäher. Ich habe dich gut erzogen. Ja, ist so, Mann. Ne? Du bist daran schuld. Hätte mir das einer vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich auch, ja, sicher, Junge. Ich zock ein paar Stunden, wie ich hier auf dem Rasenmäher sitze und hier virtuell Rasenmäher, Junge. Ich weiß nicht, was du rauchst, aber gönn dir mal ein bisschen mehr davon oder lass es komplett bleiben. Aber den jetzigen Zustand solltest du nicht beibehalten. Das, dem ist nicht gesund, weißt du. Das ist nicht so gesund, ja. Rasen macht so, ich mach so. Machst du den gar, machst dir dann gar nichts im Garten, sparst am meisten. Das ist richtig. Das ist schön, die stehen hier in einer Reihe. Da ist ja noch ein bisschen einfacher. So, da hinten ist ja schon alles. Hier auch, ist gar nicht. Ja gut, sind ja auch schon. Guck mal da oben, hier. 75,6%. So. Ah, hey, ja. So. Aber ich bin noch nie so ein Sitzmäher, so ein Aufsitzmäher gefahren. Würde ich echt mal sehr gerne. Habe ich richtig Bock drauf. Oh Gott, ich muss aufpassen, wenn ich den Chat lese, dann wird das mit dem Mähen nichts. Ey, wenn du überlegst, ja, jetzt, was das für ein Unterschied ist. Überlegt mal, die ersten Rasenflächen, die wir gemäht haben, mit den Kleinmäher, wie klein die waren. Und dass wir da teilweise auch hier eine Dreiviertelstunde dran gesessen haben. Und jetzt schaut mal oben die Zeit. Und ich bin jetzt nicht sonderlich effektiv, ja. Dödel hier noch eher rum und mehr schlecht als recht düse ich hier drüber. Das Ding haben wir hier in knapp über 20 Minuten komplett hier das Riesending weggemäht. Gut, es ist jetzt nicht so ein komplizierter, komplexer Rasen, ja, mit vielen Bäumen oder Hindernis, wo wir viel Kurven fahren müssen. Auch da außenrum ist alles gerade, es sind keine Blumenbeete da. Ja, das geht da natürlich schon mal schneller. Da gibt's, die kleineren Gärten sind da dann noch ein bisschen mit den Beeten, Kurven, Blumen, Töpfe, Blumenbeete meine ich. Ja. Trecker habe ich auch noch nie gefahren, ne? Mitgefahren, ja, aber nicht selber. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom.
Bam, 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 bada. Ich bin ja der Bumblebar. Aha. So, jetzt hier noch ein bisschen um den Baum drumrum. Ja, komm. Oh. So, wunderbar. Nein, ich sag nicht schön. Es gleich. Zack. Und nochmal. Aber sowas, ich muss ja auch sagen, ganz ehrlich sagen, ich stehe da ja auch zu. Ich schaue ja bei sowas auch gerne zu. Ne? Also wenn Sascha das spielt oder so, das ist so chillig. Sowieso einfach so, oh ja, einfach schön. Locker leichtes Klönen dabei und schön beim Mähen zugucken, ja. Zack, fertig. Das waren mal eben jetzt 1400 oder was, in fast genau 20 oder in genau 20 Minuten. Leicht verdientes Geld. Sehr leicht verdientes Geld, meine Damen und Herren. Katsching! Ja. Wenigstens haben wir da jetzt ein Katsching für bekommen. Ja. Wir müssen echt mal wieder den Powerwash Simulator zocken. Ich bin mitten in einem Level da noch, in dem Skaterpark. Den habe ich noch nicht ganz fertig. Den hatte ich bei Gerrit auf dem Kanal mal angefangen, den Skaterpark. Da, guck mal, 1437 Pfund. Dann haben wir hier... Alter, Kollision, was macht der denn? So. Perfekt. Da haben wir ja ein paar ordentliche Einnahmen. Oh, Meister. Chlamydia ist jetzt Mähmeisterin, Leute. Chlamydia ist Mähmeisterin. So, ich nehme jetzt hier mal die Maus. Dann schauen wir hier mal. So, jo, Messer und so. Jetzt müssen wir erstmal hier Wartung. Ja, komm, machen wir erstmal alles. Fahrzeug reparieren. Komplett, komplett, komplett. Dann tanken wir den noch einmal voll. Dann haben wir den fertig. So, zurück. Muss ich jetzt das... Das ist auch ein Scheiß. So, den haben wir. Ja, komm, machen wir hier mal auch. Das können... Also meine Angestellten verdienen eigentlich gutes Geld. Das sollten die mal selber hier machen. Ne? Warum muss ich das hier als Chef machen? So, das ist noch gut. Diese Miner, der Stop and Schuss. Das Messer ist noch okay. Das kann auf jeden Fall noch so einen Garten. Ey, guck mal, wir haben schon wieder 6000 Pfund. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall dann auch schon mal wieder zusehen, dass wir das Hauptquartier, ja, wir können, also Mitarbeiter können wir eh noch nicht einstellen, solange wir hier nicht noch unser Headquarter, wo war das denn jetzt hier? Hier, HQ, das erste. Eine Zentrale, weil die können wir jetzt, die können wir jetzt nicht mehr, ach, die können wir noch verbessern. Ja, stimmt, 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 stimmt. So, das kostet allerdings nochmal richtig Tottos, ne? Wohl 1500. Wie lange da ist im Gange? Steht da jetzt? Ihr könnt das nicht sehen. Hier, da steht im Gange. Das dauert jetzt. Dann haben wir einen Platz mehr. Mehr, versteht ihr? Adrian, ich grüße dich. So, dann gucken wir doch mal, was hier Ambach ist. Das ist jetzt der gleiche Scheiß nochmal. Ist das vielleicht jetzt mal mit Muster? Normales Mähen. Wann kommen denn diese Musterdinger? Ich will mal hier so ein Muster ran. Normales Mähen. Oh, ist der Rasen hoch. Da können wir nicht mit 100% durchdödeln, ne? Aber auch normales Mähen. Normales Mähen, normales Mähen, normales... Also manchmal dieser Shit PUBG. Nein. Wir wollen mehr schön. Schön. Ach, ey. Irgendwann, Leute, irgendwann ist...
Wir machen jetzt hier das Ding hier. Hier kommt... Dieser Chat, der macht mich bekloppt. So, Chlamydia ist jetzt Meisterin. Die kann... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann... Also... Puh, schwierig. Mehr PUBG, Leute, ich mach die Tage wirklich mal PUBG. Dann möchte ich mal euer Gesicht sehen. Und wehe, alle, die da jetzt hier mitgespammt haben, sind da nicht hardcore-mäßig am Start. Und wenn ich 24 Stunden PUBG zocke, dann seid ihr die kompletten 24 Stunden dabei. Und ihr geht zwischendurch nicht pennen. Ja. So, die haben wir, ich weiß gar nicht, beim letzten Mal haben wir da lange dran gesessen. Da hatten wir aber noch den kleinen Mäher. So, da hinten sehe ich ein Tal. Da sehe ich schon mal zwei. CSGO. Nee. CSGO. No. Das kommt mir nicht in die Tüte. Dann schon eher Fortnite. Ja, ist so. Dann schon eher Fortnite. Das würde ich mir noch eher gefallen lassen. Oder Gott, Gott ist cool. Habe ich ewig gezockt. Wie ist Prestige 10? Mal eben durchsuchten. Na, wo ist er denn hier? Rainbow Six. Habe ich nicht. Ich habe das bei Sascha noch nie verstanden mit dem Rainbow Six. Erklärt mir das mal. Wollte ich ihn selber auch schon mal gefragt haben. Was hat das da mit Rainbow Six auf sich, Leute? Ich weiß, dass er das ein paar Mal gesuchtet hat. Hat er das nicht mit Curry mal gespielt? Ich weiß nicht mit wem. Aber warum triggert ihn das jetzt so mit Rainbow Six? Erklärt mir das mal. Kann mir das noch einer erklären, was das da mit auf sich hat? Und warum, Leute, wo ist der Scheiß hier? Hier ist nichts. Weil er da besonders gut war. Ah, okay. Verstehe. Und dann war er frustriert und hat keinen Bock mehr gehabt, oder was? Weil er auf die Fresse gekriegt hat. Also Frustfaktor. So, einer noch. Haben noch 2 Minuten 45 Zeit. Verstehe. Also Spaß war da, aber kein Erfolg. Und nach, weil er hat es ein paar Mal gestreamt, das habe ich wohl mitbekommen. Und dann war aber Kacke oder was? So. Sieben. So, da können wir jetzt aber definitiv hier nicht... voll durch. Der Rasen ist zu hoch. Vollgas gab es hier schon. Gab es sogar schon mehrfach hier im Stream. Ja, gab es sogar schon mehrfach Vollgas. Einmal sogar extra nur für meinen Sohn, weil er sich das gewünscht hat, mit der Community zu sorgen. Mein Sohn, der liebt ja Vollgas, der suchtet das ja. Der ist auch, sobald er sieht, mein Sohn, der hat schon hier... Wenn Sascha da Community Fall Guy Abend oder so macht oder mal ein paar Runden spielt, ist er eigentlich immer mit am Start. Oder bei Curry. Bei Curry hat er auch schon mitgespielt. Ja. Der zockt überall mit. Der zockt überall mit. Dann hat er mit Gnu zusammen gezockt irgendwann vor ein paar Wochen. Ja, da was hat er mit Gnu gezockt? Was war das noch? Was war das noch für ein Spiel, was er...
Oh, wie hieß das noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er mit Gnuda gezockt. Da war er auch ganz stolz. Das hat ihn richtig gefreut. Andreas, hi. Ja, ist so, Watchy. Also, wenn, dann muss ich das heimlich. Das Problem ist, wenn ich das heimlich mache mit Fall Guys und meinem Sohn nichts davon sage, dann ist er mächtig sauer auf mich. Ja. Ist er aber da, kriegen wir alle einen auf die Fresse. Ja, und verkacken nur. Ja. Deswegen, also man kann es sich aussuchen. Entweder habe ich ein Kind, was sauer ist, aber eine glückliche Community oder umgekehrt. Ich muss dazu, Fall Guys ist ein ordentliches Salz-Game. Ja, das Problem bei mir bei ist, ich finde es ja im Grunde genommen ganz witzig, das Game. Ich habe da auch schon ein paar Spielstunden in Fall Guys. Ich habe da schon für meine Verhältnisse, für so eine Art vom Spiel habe ich das wirklich viel gezockt. Fall Guys. Besonders die letzte Season. Jetzt die aktuelle habe ich noch gar nicht. Bei mir ist das Problem immer, ich bin halt, hatte ich ja auch schon mal erzählt, ich bin bei Fall Guys immer mit mir selber beschäftigt, die Karten irgendwie zu schaffen. Ja, also für mich ist das größte Hindernis schon immer die Karten an sich. Und ich scheitere bei manchen schon einfach, besonders dieses Wolkenschleimkratzer. Sowas ist halt echt übel. Und wenn ich dann endlich mal eine Karte schaffen könnte, ja, und ich dann von irgendwelchen Idioten gegrabt werde, ja, also dann habe ich es endlich mal geschafft, nicht auszuscheiden wegen meinem Unvermögen, dann könntest du es echt schaffen. Und dann wirst du gegrabt und Alter, das, und dann werde ich salzig, ja. Boah, Alter, könnte ich ausrasten. Alles klar, Weed. Alles klar, bis gleich. Auf wie viel Zoll werde ich dann geschaut? Ich hoffe, es ist eine gebührende Größe für mich. Ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, welches das letzte Ghost Recon ist, was ich gezockt habe. Kanulis, wie geht's dir? Ah, oder Nachtwisch. Alles klar. Du, das ist lieb von dir, Kanulis. Da wünsche ich dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön, träum was Schönes. Oh, siehst du, das ist so. Hier ist. Oh, Mann. Ich war doch letztens erst. Warum ist der Rasen schon wieder so hoch? Also, hier dürfen wir leider nicht Vollgas geben. Das hasse ich ja dann, ne? Mit Emila, wunderbar, das ist ja schon mal gut. Oh, hier haben wir auch noch, hier haben wir noch Gras stehen. Oh. Muss ja echt aufpassen. Das ist aber auch hoch hier. Ich zock heute kein Fall Guys. Bist du doof? Nein, nein. Also Fall Guys muss ich für in Stimmung sein. Und ich muss für Fall Guys muss ich, ja, da muss ich fit, also nicht, oh Alter, um wie viel spät haben wir? Das ist normalerweise, also es ist 20.15 Uhr. Es ist 20.15 Uhr. 22.15 Uhr, da ist normalerweise, fängt jetzt so langsam die Müdigkeit an. Ich muss ja, ich bin gedopt, muss ich zugeben. Ich habe mir, vorm Stream habe ich mir noch eine Dose Red Bull gegönnt, ja. Und da ich in den letzten, ich trinke sehr, sehr, sehr wenig Energy, deswegen wirken die auch mittlerweile besser, ja. Früher habe ich ja sehr, unfassbar viel, da habe ich jeden Tag 2 Dosen Red Bull getrunken oder so locker, was ich schon viel zu viel finde und fand. Ja, mittlerweile habe ich sehr selten, aber deswegen wirkt das dann auch besser. Aber trotzdem. Nee, nee, nee. Kein Fall Guys heute, da muss ich, das muss ich, wenn dann, als erstes zocken, noch hier zu einer gescheiten Uhrzeit. Aber wir können trotzdem, wenn du überlegst, mit dem alten Meer bin ich ja auch nur mit Halbgas gefahren. Da waren wir nur bei 3 km/h. Also wir fahren jetzt dennoch doppelt so schnell. Wir fahren dennoch doppelt so schnell, Leute. Guck
Guck mal, hier ist auch... Da ist auch noch so viel stehen geblieben. Da gehen wir jetzt gleich nochmal... Ja, jetzt schon wieder an der gleichen Stelle. Hier ist es halt ein bisschen höher. Dann machen wir das eben, weil ich eh zurücksetzen muss. Dann machen wir hier die Stelle mal. Zack. Da, aber da kann man dann zumindest mit Hass drüber gehen. Da vorne steht auch so ein Zipfel, ne? Da stehen auch die Zipfel. So. Schön drüber. Ah. Bam, 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 ba, da, da. Das ist auch, ey. Hier müsste es ja werden. Hier im Vollgas wäre schöner, ey. Man muss aufpassen. Leute, guck mal. Das fällt mir jetzt, ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, als wir diese Apfelplantage gemäht haben. Guck mal, diesen Garten, kennt ihr den? Dass ich, das, mir ist schon bei der einen Karte beim letzten Mal aufgefallen, dass die Grundstücke teilweise sehr benachbart sind. Ja? Da, den Garten haben wir auch schon ein paar Mal gemäht. Mit dem Holzpavillon da hinten. Bei dem ist es mir jetzt gerade erst, da muss ich mal achten, wenn wir den wieder mähen. Mit der Apfelplantage. Ich muss da mal mehr drauf achten bei den Karten. Vielleicht auch bei denen, die so in den Häusern, also wenn wir in diesen Vorgärten sind oder so. Da muss ich mal mehr drauf achten. Das ist jetzt zweite oder dritte Karte. Dritte, glaube ich, wo mir das, dieses Benachbarte quasi auffällt. Dass wir quasi direkt an der anderen Karte dran sind, die wir schon gemäht haben. So, und da stand auch noch ein Zipfel. Dann, wie gehen wir jetzt hier vor? Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rum, drum, drum. Machen wir direkt noch eine zweite Runde drum. So. Was wir haben, das haben wir. Hier den gleichen Rotz, da gehen wir auch mal drum rum. Hier, ja. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Du kleine Sau. Du kleine Sau. Du kleine Sau. Hat eine Mähdrohne? Was ist denn eine Mähdrohne? Was ist das denn? Ich kenne Mähroboter. Die kenne ich. Mähroboter kenne ich ja. Die sind cool. Hätte ich einen Garten mit Rasen, hätte ich auch einen Mähroboter. Definitiv. Der würde dann halt der würde jeden Tag immer fahren. Immer so immer schön drüber. Oder ich weiß gar nicht, oder wie die fahren. Oder ob die alle zwei Tage drüber fahren. Oder was auch immer. Da kannst du ja nicht warten, dass das so hoch ist. Da fährt der Mähroboter. Die können ja immer nur eine gewisse Schnitthöhe. Also die müssen ja wirklich sehr, sehr häufig, nicht so wie du normal Rasen mähen würdest, bei der dementsprechenden Länge, sondern ja. Weil so wie ich das mit, also bei dem, wo ich das mitgekriegt habe, gerade wenn du viel Wechsel, Sonne, Regen, also wo die wirklich... Wo du normalerweise die Phase, wo du auch wirklich alle zwei Wochenenden deinen Rasen mähst, da in der Zeit huscht das Ding nur locker zwei, dreimal die Woche, glaube ich, da drüber. Ne? Weil das echt nicht lang sein darf, dann der Rasen, weil, ja. Dass der immer nur so ein bisschen, so ein paar Mühe quasi wegnimmt. Ne? Hat einer von euch einen Roboter? Rasenmäher-Roboter? Vielleicht? Also ich hätte definitiv einen. Hätte ich einen Rasen. Hätte ich einen Garten und Rasen. Ja, aber für meinen Balkon lohnt sich das nicht wirklich. Ja. Für meinen Balkon lohnt sich das nicht wirklich. Ja. Das bisschen Unkraut, was da zwischen den Fugen wächst, ja. Nee, leider nicht. Einmal, ist das nicht zu wenig? Hast du da. Das ratest jetzt, Rico, oder hast du ein Mäher? Also in der Hauptwachstumszeit des Rasen, wenn es so richtig Sonne, Regen oder so, wenn du optimale Bedingungen für schnellen Wachstum hast, könnte ja schon fast zu wenig sein, oder? Je nachdem. Aber kommt drauf an.
Zweimal die Woche, jeweils von Montags bis Freitags. Jeweils Montags bis Freitags 8 Stunden. Also der fährt. Der fährt 5 Tage die Woche, fährt deiner Chassik. Alles klar, Tommy. Gute Nacht, schlaf schön. Nimmst du Flauschi mit? Ja, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber, also schafft der denn an einem Tag die 1002, also mäht er den komplett immer an einem Tag und fängt da morgens wieder, also, oder macht er wirklich so nach dem Motto, okay, halbe Strecke oder wie, ich kenne mich null mit diesen Dingern aus, ne? Stück für Stück, okay. Aber du musst ja hier mit Fangkorb und alles machst ja nicht, weil er ja immer so ein bisschen quasi wegnimmt. Das fällt ja dann gar nicht auf. Der schneidet ja, ich weiß ja nicht, was für eine Länge dann ab. Da reden wir ja noch nicht mal im Zentimeter, da maximal einen Zentimeter Höhe oder was der dann abschneidet. Ne? Das fällt ja so wie jetzt hier mit dem Mulcher, ne? Weil das ja dann so klein ist, denke ich mal, wie Mulcher, ne? Genau. Ja. Es ist ja dann nicht lang. Da geht das ja wunderbar klar. Alles cool. Ja, obwohl wirklich Rasenmähen macht ja auch Spaß, auch mit dem Handmäher, aber nur bis zu einer gewissen Größe und je nachdem, was für einen Garten du hast. Und es ist ja dann, irgendwann ist es wirklich lästig und bei 1200 Quadratmeter Grundstück Rasenfläche ist besonders in der Hauptwachstumszeit, es nervt. Das kostet dich halt einen halben Samstag immer dann, oder was? Das kostet, weiß ich, 1200 Quadratmeter im Rasenmähen. Fangkorb und auslernen und bla, bist ja auch mal 3-4 Stunden locker zugange, ne? Oder? Drauf wohl 1200, weiß ich nicht. Es kommt auf den Garten an. Wenn du jetzt hier nur auf- und abfahren musst, geht's. Wenn du da viel und mit Rasentrimmer danach noch oder was, keine Ahnung. Aber 3 Stunden oder was? Und das jeden zweiten Samstag? Ah, nee. Flausi, gute Nacht, schlaf schön. Oh ja, und Dito mit den Streamfreitag. Ah. Und nochmal. Fahren wir zweimal. Ist schon fast besser, eine Strecke zweimal abzufahren, ey. Ich hasse dann immer auf Halbgas zu fahren mit dem Ding hier. Ach, ich fahr mal wieder. Jo. Ich habe hier kein, das heißt ein System habe ich schon, aber jetzt fahren wir mal wieder da oben lang und machen da ein paar Bahnen. Oh. So, wir warten eine Stunde. Okay. Okay. Ja, ich muss ja sagen, als ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das bei Sascha oder bei mir, ich hatte ja Saschas Insta-Story quasi gepostet. Ist ja nicht retweetet, ist ja Insta. Also die Story bei mir auch gepostet. Keine Ahnung, gibt's da also was? Wie nennt man das bei Insta? Das ist ja kein Retweet, weil ist ja kein Tweet. Wie nennt man? Man kann ja Stories, in denen man markiert wurde, auch in der eigenen Story dann weiter kopieren quasi. Gibt's ja bei Insta weiter Instan, weiter. Nee, gibt es da auch ein Verb für? Nee, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also ob ihr, egal ob ihr es bei mir oder bei Sascha gesehen habt, das war das erste Mal, dass ich seit über 25 Jahren, oder warte mal, lass mich mal rechnen, 23 Jahre ungefähr müsste, 23 oder 24 Jahre ist das her. Ich glaube, ich habe mit 17 oder 18 zum letzten Mal damals Rasen gemäht. Ja. Also 23, 24 Jahre war das her. Ein Repost? Heißt das offiziell so? Ist ja auch egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Ob das jetzt offiziell so heißt oder. Ja. Ey, ich will jetzt unbedingt mal so einen Rasen haben, wo ich hier das Ding benutzen kann. Da, hier, diese, wo man die Streifen mit in den Rasen macht. Ich habe bei Sascha gesehen, der hatte so einen Aufklapp schon.
Deswegen habe ich mir unbedingt den Mäher hier gekauft, weil ich solche Aufträge machen wollte. Ich habe vielleicht gedacht, wenn man den passenden Mäher hat, dass dann auch die Aufträge dann kommen. Aber bisher kam da noch keiner. Das ist eine Scheiße. Ich will da mal diese Tiger Stripes heißen die, ne? Diese Streifen im Rasen wie vom Fußballfeld. Tiger Stripes nennt man die, oder? Da, jetzt steht da unten Rasenwalze. Jetzt will er sie wieder senken. Alles klar. Frau Balea. Ich melde mich morgen früh, ne? Los Coparo. Hola, ¿qué tal? Leute, ich habe da die. Ich muss ja, das wollte ich nochmal googeln. Irgendwo geht das. Ich habe mal wieder voll Bock. So ein bisschen retromäßig. Need for Speed Underground 2 habe ich Bock mit euch zu zocken. Das Thema hatten wir schon mal. Ich meine, ihr habt auch gesagt, das geht irgendwie. Ja, dass man das irgendwo rüber zocken kann. Muss ich mich nochmal schlau machen. Weil da hätte ich echt Bock drauf. Auf Need for Speed Underground 2. Mein. Mit Abstand. Absoluter Favorite Need for Speed Teil. Boah, hab ich das gesuchtet und einfach nur rumgefahren. Ey, so geil Open World. Underground 1 war halt noch kein Open World, ne? Das war halt wieder so Rennen nach Rennen. Most Wanted war halt auch noch cool. Most Wanted war halt auch noch cool. Ja. Aber Underground 2 ist halt mein persönlicher Geschmack noch wesentlich geiler als Most Wanted. Aber Most Wanted ist auch ein richtig geiler Need for Speed-Teil. Und ich muss sagen, es gibt der Größteil, also für meinen persönlichen Geschmack, finde ich die meisten Need for Speed-Teile, also für die Tonne. Mag ich nicht. Also auch alle letzten konnten mich nicht überzeugen. Aber Underground 2, Alter, oh, hat irgendwie was, so ein halbes offizielles Fast and Furious 1 Game quasi. Ja, ah, mega. Die Challenge, und du meinst so Community-Abend oder was? Genau, hast verpasst, hatten wir Samstag. Da hatten wir da. Das hatten wir Samstag. Ja, Ivan, bin ich bei dir. Nach Most Wanted war ich nur noch, es gibt nicht einen Teil nach Most Wanted, den ich geil fand. Nicht einen. Nicht mal ansatzweise. Bin ich, ne? Gut, Geschmäcker sind unterschiedlich, da werden jetzt bestimmt auch einige sagen, oh, das und das war doch ganz cool. Aber Ivan, da bin ich zu 100% stimme ich deinem Geschmack überein. Ja. Aber wie ist es denn, also bei Steam oder so gibt's das doch nicht, oder? Weil, von dem Community-Abend? Ja, sicher, auf Ausrufezeichen VOD-Watchy müsste doch da sein. Michael L3 trägt die Cap im 14. Monat endlich alten Account zurück in diesem Sinne Abend. Micha, hi! Dankeschön für 14 Monate. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen guten Abend. Wieso ist der nicht da? Oder hast du jetzt so allgemein, hast du noch gar nicht geguckt? Weil, würde mich wundern, wenn der VOD von Samstag nicht drauf ist. Ja? Das würde mich ja stark wundern. Wolf, hi. Oder? Muss ich jetzt mal selber gucken. Jetzt hast du mich verwirrt. Herzinfarkt. Oh Gott, jetzt Alto Belli. Annika! Holy shit, jetzt brennt die Hütte hier. Alto Belli. Dankeschön. Leute, herzlich willkommen. Ja,
Annika hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Ja, weil hier gibt es gerade Premium-Content hoch 100. Ihr seht jemanden, der virtuell Rasen mäht. Ich weiß, an Spannung und Action nicht zu überbieten. Und ihr seid ja sowieso bei Annika, seid ihr ja richtig Ohrenschmackofatz gewöhnt, ja? Weil Annika gibt ja richtig schön Mucke auf die Ohren, ja? Die liebe Annika läuft auch sehr viel nebenbei bei mir immer, ja? Musikstreams ist bei mir immer, da bin ich nicht aktiv, die laufen passiv im Hintergrund. Und ja, und hier gibt es jetzt zum Runterkommen den beruhigenden Klang eines Rasenmähers. Jetzt habe ich euch überzeugt, oder? Ich denke mal, es dürfte jetzt nicht einer den Stream schließen. Ihr bleibt alle da, oder? Bleibt ihr alle da oder mal ein Plus hin, Chat? Hallo? Mal ein Plus hin, Chat. Ihr bleibt doch wohl jetzt hier bei so einem Premium-Content. Ha? Klar, er wollte ich ja wohl meinen. Annika, meine Liebe, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ehre. Wirklich. Ja, wie gesagt, appreciate. Was gab gerade Mucke auf vor Ort? Oder was gab? Ich habe gesehen, weil gestern war Kochstream. Ja, gestern war Kochstream, habe ich gesehen. Richtig? Musik und das Setting. Schön. Wann gibt's denn mal... Meinst du, wir beide lernen uns mal auf dem Server kennen? Das wird mal Zeit. Aber wir dürfen uns ja nicht out of character absprechen. Das ist verboten. Ja. Weil, Community, falls ihr das nicht wusstet, das ist total witzig irgendwie. Annika und ich, wir hatten uns ja... Wann war ich jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen her, ne? Hatten wir uns ja auf der Überraschungsparty für Marvin getroffen. Und Annika war total überrascht, was ich denn dort mache. Weil Annika hatte das noch nie mitgekriegt, dass ich quasi schon seit vielen, vielen Jahren auf Unity zocke auch schon, ne? Das fand ich richtig cool, weil wir hatten uns im RP halt nie begegnet, weil an Annika ist halt ja so wie bei mir, RP muss ich halt Bock drauf haben, das kommt dann mal, dann kommt's wieder ein bisschen, dann wieder ewig gar nicht oder so. Wenn Dirk endlich mal so weit ist, bin ich wieder im RP. Ja, brauchst du hier? Und da ist der Dirk dabei! Da ist er dabei! Leute, erstmal generell, falls irgendjemand beide noch nicht kennt. Watchmen -95 schenkt Sintika einen Sub. Watchmen -95 giftet a tier 1 Sub to Sintika. Ja, ich muss ja jetzt auch... They have given 143 ja. Gift Subs in the channel. Danke, darf ich jetzt ausreden? Ich muss ja jetzt sagen, ich kann den lieben Dirk, ist nämlich auch da. Mods, macht mal einen Shoutout für Annika und für den lieben Dirk fertig. Ich kannte Annika und ich, wir kennen uns ja schon ewig, ja? Muss man ja schon fast sagen, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, aber den Dirk kannte ich noch gar nicht. Noch nie auch auf dem Schirm gehabt oder so. Den lieben Dirk durfte ich auch da vor 2 oder 3 Wochen kennenlernen. Und da habe ich jetzt auch in den letzten Wochen sehr oft in seinen Streams reingelurkt. Alter, das habe ich aber auch noch nicht erlebt. So ein Streamer wie Dirk habe ich auch noch nicht gesehen. Ist auch hier DJ? Aber anders. Aber positiv anders. Sehr positiv anders. Also, lasst bitte, klickt auf Dirk, macht einen Shoutout fertig. Wie gesagt, Annika kennen die meisten aus meiner Community ja auch. Schaut bitte, bitte, bitte mal bei Dirk rein. Ja, kann ich nicht erklären. Ich kann Dirk nicht erklären. Oder Dirk, gibt es eine Definition? So 1, 2 Sätze Dirk zusammenfassen? Nee, oder? Ich weiß es. Nee, müsst ihr. Also Leute, dann ist jetzt kein Bait, aber geht auf seinen Kanal, lasst ein Follow da. Und ja. Dirk ist Dirk. Ja, ist so. Ist so, Zewa. Ist so. Und Watchi, Dankeschön für das Subgeschenk an Annika. Annika, Käppi wieder auf. Hier. Annika, hier wird nicht oben ohne rumgerannt, ne? Hier wird nicht oben ohne rumgerannt. Ja, so.
Ede Gray ich bin gerne unten ohne. Dirk Neuenfels einen Sub Ede Gray Lichtenstreepje gifted at tier 1 sub to Dirk Neuenfels. Annika, they du... have given 7 gift subs in the channel. Wir sind hier ein anständiger Channel, Annika. Da solltest du meinst barfuß, meinst du, ne? Barfuß. Du meinst jetzt nicht, hallo, obwohl ich schon nach 23 Uhr oder was? Nee, ist nämlich noch nicht nach 23. Barfuß, ja, okay, alles klar. Nee, ja, entschuldige, ich war mit dem Gedanken wieder. Ich habe schon wieder gedacht, ja. Ach, ihr seid doof, seid ihr. Ach, freut mich. Ja, und jetzt mal, aber jetzt auch mal ehrlich hier. Annika, ja, die macht auch Party ohne Ende in den Streams. Dirk ist, schaut bitte nach. Und jetzt seid ihr hier und ihr guckt wie ich Rasmee und fragt euch, ja, was ist denn jetzt die Challenge? Was macht der? Der fällt jetzt gleich einen Apfel vom Baum, muss einen Apfel ausweichen. Leute, es tut mir jetzt leid. Also hier gibt es normalerweise ja auch nicht großartig anderen Content. Junge, es ist zum Runterkommen, Leute. Ihr kennt das, ist jetzt After Hour bei mir. Gibt es jetzt After Hour zum Runterkommen. Ja, und Aua, für Stunden, nicht Aua, es tut nicht weh bei mir. Und Eden, dankeschön für das Subgeschenk an den lieben Dirk. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Und danke für die ganzen Follows. Holy shit. Also mein, das flatterte hier oben gerade nur so durch. After Hour, genau. Ja. Diese Erklärungsprobleme beim, kommt mir irgendwie bekannt vor. Alter, okay. Jetzt geht's weiter mit den Follows. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Ja. Aber wie gesagt, bei mir gibt's Musik-Content gibt's hier nie. Also das ist, ich glaube, das will auch keiner. Ich singe zwischendurch hier mal. Ich habe ja auch eine Autotune-Taste. Ich kann euch also gerne mal ein Ständchen singen. Das mache ich auch oft und gern. Leider Gottes zum Leid meiner Community und auch immer ungefragt. Ja. Aber ansonsten gibt's hier nicht viel Musik. Hier gibt's knallharten und spannenden Gaming-Content. Ah, herrlich. Ich gehe lieber draußen in echt mähen, aber die Grafik hat was. Ja, das ist draußen in echt mähen, ist aber, ich bin Allergiker. Das ist das Problem, ja. Ich bin halt gegen so sämtliche Grassorten. Nee, es ist Rasensorten. Sagen wir Rasensorten. Ja, allergisch, ja. Und was hat der jetzt? Habe ich gerade ein Flackern in den Augen oder hat er gerade... Ach nee, der hat sich direkt... Ich dachte, guck mal hier. Ja. Da wir ja quasi nebeneinander wohnen, lade ich dich gerne mal ein mit einer Stunde auf. Könnt ihr das bitte knipsen? Alter Ehre, ich bin dabei. Ich will, ey, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich, angenommen. Nimm mich jetzt an. Ja, also Leute, Dirk fragt mich gerade. Also ich muss sagen, Dirk wohnt wirklich nebenan, mehr oder weniger. Ja, also sein Studio ist wirklich nicht weit weg. Und ich darf eine Stunde auflegen. Ja! Holy shit! Ja! Ja! Oh yeah! Wollt ihr das wirklich? Ja. Oh yeah, Leute, Junge. Da gibt's was auch vor Ohren, Leute. Aber ich wollte schon immer mal das so ein bisschen erklärt haben. Und da hört das gar nicht mehr auf mit den Follows. Dankeschön. Das wird dieses andere Wild. Das ist so. Das ist so. Das müsst ihr dann aber streamen. Ich hab da kein Problem mit, aber... Ich leg dann... Ja, das wird dann Amigos und Flippers, oder was? Und Brunner und Brunner. Im Namen der Liebe. Fipon liggend streepje trekt die cap im 19. Monat. Volt, hau rein. Schönen Abend noch. Rasenallergie hilft Gras. Ja. Das nennt man dann, wenn man gegen eine Rasenallergie Gras... Es gibt doch... Wie heißt... Ist Forti noch da? Es gibt doch... Oder Schwarmwissen, Leute. Wie heißt diese Therapie nochmal für Allergiker? Irgendwas mit einer Hypersensibilisierung oder sowas, ne? Ja. Muss man dann verschiedene Grassorten bei... Also... Hypersensibilisierung, dankeschön. Ja, alles, genau das meine ich. Also müssten wir quasi... hilft das?
wenn man Gräserallergie hat, dass man dann sich einfach nur ordentlich verschiedene Grassorten geben muss. Also dann ist ja, dann kann man sich ja mal ordentlich hyposensibilisieren, oder? Uff. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum Forti das immer macht. Du machst das doch auch, Forti, ne? Gibst du dir dann auch hier die Grassorten alle? Oder wie habe ich da? Oder was? Hey. Willst du zur Therapie vorbeikommen? Ja, ich, wenn das hilft. Wird das denn von der Kasse übernommen? Wird das denn von der... Ich dachte immer, Delfintherapie mit... Ja, stimmt, ich habe auch mal gedacht, die Hippo... wer mit der Delfin? Ach, doof seid ihr. Wippon, dankeschön für 19 Monate. Dankeschön, holy moly, ey. Oh Mann, was ein Abend, ey. Ah, schön. Schön. Ich war bisher immer... Oh Gott. Hört ihr meine Mods? Forti war bisher immer nur Spritzen. Nee, das ist mir zu krass. Wir passen nur... Krümel? Wir passen uns nur den Streamer an. Ja, Forti, ja, das... Puh. Also nee, also das ist mir eine Nummer zu krass. Mit der, also... Nee, nicht spritzen. Also. Ah. Eieiei, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon morgen kommen. Die ersten rennen, die Allergiker unter meiner Community rennen morgen zum Arzt, zu ihrem Arzt und sagen, Mensch, ich habe da gestern was gehört. Im Internet, da, im Stream. Da habe ich was gehört. Ich habe doch auch so Probleme mit der Allergie. Ja. Und ich wollte mal wissen, wie das jetzt ist, ob ich hier die verschiedenen Grassorten bekommen könnte. Zur Hyposensibilisierung. Geht zum HNO. Ich gehe ja, ich bin ja, wegen meiner Allergie bin ich ja auch beim HNO. Ich bin ja wegen meiner Allergie, bin ich nicht beim Hausarzt. Da bin ich immer beim HNO. Ich bin beim HNO. Ich bin HNO und du so. Jetzt guck mal, ich spritz das doch nicht. Ich dachte, das raucht man, Alter. Es wird doch geraucht und nicht gespritzt, Forti. Was ist mit dir? Ich bin nicht so ein Krass. Also, Forti ist voll der Junkie. Forti hat sich verändert. Alle sagen das. Rico, gute Nacht, schlaf schön. Oh, jetzt habe ich hier aber ein bisschen Gras stehen lassen. Hab es im Teenageralter machen lassen, hat mir sehr geholfen. Ja, ich habe unter, also jetzt mal Spaß beiseite bei der Hyposensibilisierung. Forti hatte mir das tatsächlich auch schon ein paar Mal empfohlen, weil ich ja auch nochmal hier irgendwie, ja, weiß ich nicht, bei Allergien immer so hier schrei. Es kommt immer darauf an, ich habe so ein paar Sachen, da geht es immer richtig rund bei mir. Unter anderem ja auch Hausstaub und sowas. Also ich habe so... die Gräsersorten bei mir, gegen die ich allergisch bin, das geht eigentlich. Also da ist, ja. Aber da habe ich nicht da kann ich mich mit anfreunden, ja. Das ist mir scheißegal. Also ich habe jetzt auch nie Probleme, irgendwie viele, die besonders heftig auf Gräser reagieren, die haben ja schon, oder Leute, wer von euch kriegt quasi schon pure Atemnot, wenn irgendwo, wenn ihr zu bei bekannten Freunden seid und die gerade den Rasen frisch gemäht haben. Ich weiß, dass hier Lady Balea, die, da sind wir sogar einmal beim Grillen, das ist schon viele, viele Jahre her, da waren wir damals noch nicht mehr verheiratet. Da, mittlerweile sind wir schon ewig geschieden. Waren wir da irgendwie zum Grillen oder was? Und wir mussten wieder gehen, das ging nicht, da war vorher der Rasen frisch gemäht, ne? Und alles, da ging gar nichts. Alles zu. Boah. Ja. Das habe ich gar nicht. Ich habe zwar, aber das ist alles in Grenzen. Ich reagiere halt so übelst so auf diversen Pollenflug, so Frühblüher. Ja, ich weiß gar nicht, was es jetzt genau ist. Ich glaube, ich habe jetzt auf Beifuß auch gut reagiert, ey. Ja. Besser als mein Hund damals. Der hat auf Beifuß nicht so reagiert. Ich schon.
So, also die letzten, die gerade noch von Annika geblieben sind, sind spätestens jetzt gegangen. Ja. Oder seid ihr noch da? Nö. Ja. Ja, komm. Was heißt ihr Uf? So, komm. Bin alles klar. Ehren-Pascal. 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 Was heißt ihr Uf? Wieso? Wir haben aktuell auch Flachwitze am laufenden Band. Dann ist gut. Ihr könnt froh sein, dass Kubana hier nicht wieder steil geht. Ja. Der hat sich nur ein bisschen finanziell verausgabt die letzten Monate, was Flachwitze angeht. Flachwitze kosten ja nämlich 1 Euro in die Flachwitzkasse. Ja. Und dadurch habe ich mir eine neue Kamera finanziert. Ja. Allein nur durch Flachwitze. Leute, das war hart verdientes Geld. Durch Flachwitze habe ich mir eine neue Systemkamera finanziert. Ich muss aber sagen, war wirklich hartes Stück Arbeit. Das war wirklich sehr hartes Stück Arbeit. Alter Falter. Das war auch der absolute Beweis, ja, dass Streamen auch richtig hart verdientes Geld sein kann. Man sieht das immer nur bei manchen Streamern. Und Andi, danke für deinen Follow und Spawn Pascal. Ey. Also stellvertretend euch danke für die gefühlten 30.000 Follows, die vorhin reingekommen sind. Ja. Man sieht das immer so gerade. Man sieht ja dann immer nur, was man sehen will, wenn irgendwo gerade ein Support-Train ist, sei denn mit Subgeschenken oder Donations oder sowas, ja. Ja, das ist ja immer schön und gut, aber dann sieht man nicht die, Junge, die Kamera hier. Das ist eine 500-Euro-Kamera. Die habe ich mir mit 1 Euro Flachwitzen, wo dann wirklich mein Bot, ihr könnt euch das nicht, also das war wirklich hart verdientes Geld. Das war wirklich hart verdientes Geld. Alter Falter. Ich muss aber auch fairerweise sagen, es waren ein paar Leute, die Mitleid hatten, und dann auch mal ein 20 oder so donatet haben. Aber der Größteil war wirklich 1 Euro Donations. Also von den 500 Euro, glaube ich, waren 300 Flachwitze. Ja, waren es auf jeden Fall. Nein, die habe ich nicht mit 1 Euro Münzen bezahlt. Ich habe ja von euch Gott sei Dank keine 1 Euro Münzen zugeschickt bekommen. Das wäre es auch noch, ja. Das Geld kriege ich von meinem Donation-Anbieter und Partner Influnet am Stück überwiesen. Ey, wir haben es gleich endlich geschafft. Alter Falter. Ja, Leute, das ist Premium. Das ist Premium-Content, wie gesagt. Aber ich denke mal, nach so einem ordentlichen Mucke-Stream bei Annika zum Runterkommen ist das. Das ist ja halt, wie ich schon sagte, After Hour. After Hour, dumme Wortwitze. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ist jetzt aber die letzte Baumreihe hier, ne? Wunderbar. Oh, jetzt gebe ich aber Gast. Da habe ich noch einen Zipfel stehen lassen, hier wieder da. Lady Maleficent, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Kommen Sie rein, Mademoiselle. Ja, kommen Sie rein. Und ja, ich habe noch ein bisschen Gras da. Lazaga, grüße dich. Guck mal, da kommen sie alle. Zu später Stunde werden sie alle wach. Müsst ihr nicht ins Bett? Müsst ihr morgen nicht früh raus? Also ich nicht, ich habe morgen frei. Ich habe morgen meinen streamfreien Tag. Ja. Ich habe zwar ein, zwei Sachen noch für den Stream zu erledigen, aber auch nichts Wildes. Nichts Wildes. Ich sag mal, ich habe ein Stündchen Schreibtischarbeit noch vor mir. Mehr ist halt auch nicht. Oder mehr will ich auch nicht machen. Es ist nur das Nötigste, das Wichtigste, was ich morgen machen muss. Das ist ein Stündchen Schreibtischarbeit. Ja, das mache ich morgen irgendwann. Ansonsten ist morgen chilliger, ganz chilliger Couchtag. Ja. Sohnemann ab nachmittags da. Nochmal gucken, was Sohnemann und ich machen. Ja. Oh, da habe ich auch noch ein bisschen was stehen lassen. Scotty, hi, grüß dich. Oh, Blair Witch's Project. Boah, ich weiß noch, der Film damals. War ich im Kino drin, als der rauskam?
Damals habe ich mir noch so ein bisschen so Thriller und so ein bisschen Horror habe ich mir früher noch gegeben. Heute kann ich das nicht mehr. Ich bin eine richtige Schissbuchse geworden, ne? Ich bin eine richtige Schiss... Oh, Crank. Alter, Crank, den könnte ich mir mal wieder geben. Jeff Chelius, Leute. Wer kennt Jeff Chelius? Jeff Chelius. Das Spiel habe ich halt nie gespielt, ne? Aber der Film war ich damals im Kino. Crank habe ich beide Teile. Teil 1 habe ich auf Blu-ray. 2 ja. Ist nicht so. Ja, ich habe 2 ist auch gut. Aber kommt nicht an Teil 1 ran. Crank 1 ist halt, Junge, halt, boah, das ist so. So anders, ne? Ich hatte ewig bei meinem Handy. Ach, und Lady Malifis, danke für dich. Ich sehe das jetzt erst. Danke für deinen Host. Entschuldige bitte. Da es kommt erst ein Alert ab 5. Ja, das hatte ich irgendwann mal so eingestellt, weil das dann so viele Trolls waren, die. Oh, du hast ein. Ein Host-Alert ab 0 oder einen Zuschauer. Und dann ging das hier ab, weil sie alle einen Alert triggern wollten. Da hatte ich das irgendwann mal auf 5 hochgesetzt. Aber trotzdem, Dankeschön. Ich bin dennoch froh über jeden Raid oder Host, ob 1, 2 oder 200 oder so ein Monster-Raid irgendwie von Annika. Dankeschön. Ja, ich bin da nicht undankbar oder so. Nur halt, wenn da wird dann halt kein Alert getriggert. Ich sehe das zwar im Dashboard, aber dann sehe ich das nicht direkt oder bekomme das direkt mit. Aber Dankeschön. Morgen wieder mehr. Ich habe hier überall noch ein paar Zipfel stehen lassen. Da müssen wir nachher. Aber wir wird gleich eh meckern, dass ich das da auch. Da schauen wir gleich nochmal nach, wo wir da überall noch ein bisschen haben stehen lassen. Die habe ich nie gesehen. Ich kenne die wohl, aber ich habe da nichts von gesehen. Hab nach dem Stream nur gesehen, dass du live bist und musste das nutzen. Ja, dankeschön. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. So. Alter, das ist aber auch nicht gut. Aber das gibt auch ordentlich Kohle, die Map, ne? Die Saw-Filme, auch nicht einen von gesehen. Nicht einen. Aber das ist aber auch nicht so. Ich bin halt in anderen Genres unterwegs, was Filme angeht. Ja. Boah, vielleicht gönne ich mir heute. Ich habe noch einen Film, den muss ich noch gucken. Da habe ich noch die Blu-ray da. Die liegt da noch eingeschweißt. Ich kaufe viele Filme über Sky. Digital und dann kriege ich die Blu-ray. Also ich kaufe den digital und kriege noch die Blu-ray dann zugeschickt. Dann habe ich den doppelt quasi. Ja. Den mit Liam Neeson, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Kam Anfang des Jahres raus. Den habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Kam ich jetzt durch Zufall drauf, weil ich bei Sky gesehen habe, dass der im Moment ist er im Angebot. Bei dem im Moment haben die da so Angebote und da ist er da. Wenn man digital kauft, 10 für 2 für 10 oder so. Da habe ich gesagt, ich so, scheiße, den hast du dir vor ein paar Monaten gekauft und immer noch nicht angeguckt, weißt du? Das hört sich anders an. Meinst du die Heimatfilme oder was? Meinst du die Heimatfilme, Kubaner? Junge, hier steht aber noch überall das Gras, ne? So, und wenn ihr auch Bock auf das Game habt, kann ja wirklich, es macht wirklich Spaß, man glaubt es nicht. Ihr schaut ja auch schließlich zu, wenn euch das Zuschauen schon Spaß macht.
Ausrufezeichen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Rasen oder was? Wir haben da einen Befehl für, wenn ihr Bock auf das Game habt. Wenn ihr Bock auf das Game habt, Ausrufe. Ich weiß den Befehl echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Rasen, genau, es war wirklich Rasen. Also, Ausrufezeichen Rasen. Gönnt euch. Ist leider. Man erschreckt bei dem Preis, weil man denkt nicht, dass so ein Spiel so viel kosten kann. Aber wie gesagt, wenn ihr trotzdem, wenn es euch triggert, wenn ihr Bock habt, wenn ihr so ein Spiel. Das ist so perfekt für nach dem Feierabend, das Game. Also, wenn ihr Action haben wollt, natürlich nicht. Mom, mach's gut. Einen schönen Abend noch. Aber ich finde, das ist sowas wie Powerwash Simulator oder so, aber auch wie Euro Truck Simulator. So einfach, easy peasy zum Runterkommen. Ich finde also so zum Feierabend oder jetzt so zu später Stunde, wenn man jetzt irgendwie nicht mehr so was Aufgedrehtes zocken will oder sowas. Wenn man denn auf sowas steht. Ist ja immer noch eine Sache, ob man einen Streamer dabei zuguckt, wie der virtuell Rasen mäht und das dann auch noch selber zockt. So, wir haben jetzt schon wieder 8000 Pfund. Wir müssen halt hier, jetzt dauert es noch 4 Tage. Das hat jetzt 3 Tage. Gerade stand da, ich mache mal kurz die Kamera weg. 7 Tage, jetzt sind es 4. Dann ist der Ausbau fertig. Dann können wir eine neue Person, neuen Angestellten noch einstellen. Das ist super. Da können wir auch noch ordentlich hier Cashmash sammeln. Ja, wir können da noch ordentlich Cashmash sammeln. Ganz ehrlich, ich spiele LS19, da kann ich auch Rasen mähen. Ja, super. Das ist auch geil. Ich freue mich. Hast du dir auch schon LS22 vorbestellt? Das werden wir nämlich auch zocken. Da wird es auch Community-Server geben zum Release dann. Und yeah, die habe ich heute noch viel zu wenig gesehen, Gary. Die habe ich heute noch viel zu wenig gesehen. Also, Captain, das wird es ja auch noch geben. Ja. Da freue ich mich. Haben wir da schon einen Befehl für, Watchy? Ausrufezeichen LS22? Wenn nein, könntest du fertig machen. Oder einer von euch. Zwecks vorbestellen? Haben wir schon. Ich gehe kaputt. Haben wir schon. Ich brauche gar. Leute, ich habe Wahnsinn. Meine Mods sind der Hammer. Das ist der Hammer. Wir haben es schon. Ist schon. Ach, Alter. Ihr seid die Besten. Ihr habt die besten Mods. Ich glaube, ihr kriegt wirklich mal Urlaub von mir. Ja. Außer Helmchen, der hat Minusstunden. Der. Bus-Simulator werden wir auch zocken. Bus-Simulator, ich weiß, der kommt jetzt raus. Ich weiß nicht, ob wir den direkt am Release-Tag zocken, vielleicht. Aber natürlich werden wir auch den Bus-Simulator 21 zocken. Natürlich. Natürlich. Motzlo, genau. Ne, also da werden wir, in LS werden wir natürlich auch noch ordentlich mähen. Ja. In LS werden wir auch. Also ich weiß nicht, was da bei meinem Partner kostet. Ja, je nachdem, wo ihr vorbestellen möchtet. Wenn ihr es darüber tut, Dankeschön. Wenn nicht, auch egal. Ja. Auf jeden Fall freuen wir uns doch, denke ich mal, dann auf den Release. Ein Jahr später. Ja, normalerweise immer der 2-Jahres-Rhythmus gewesen. Ne? Mit LS15, LS17, LS19, dann normal LS21. Aber das wurde ja dann letztes Jahr auf dieses Jahr verschoben. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Finde ich dann auch eine sinnvolle Entscheidung. Auch mit der Begründung und alles. Und ich freue mich. Im November war der Release, ne? Wann ist nochmal das genaue Release-Datum von LS22? Nicht nur Flauschi macht hier was. Ganz genau, Forti nämlich auch. 22. November. Ja, guck, das ist eine schöne Eselsbrücke. Das ist eine schöne Eselsbrücke. LS22, weil November war, ja, da kann ich mir merken. Das kann ich mir merken. Das ist eine schöne Esel. Was ist das eigentlich für ein Tag? Was ist das eigentlich für ein Tag? Ein Montag. Ach, guck, was ist das für ein untypischer Release-Tag? Aber das ist doch schön. Direkt, ne, so ein Kack-Montag. Und, ja, da kann... Kubaner, was ist mit dir? Was hast du mir denn da geschickt? Ach, du Scheiße. Oh Gott.
Ist das aus Meme-Channel oder was? Hä? Ist das aus Meme-Channel oder was? Eieiei. Das ist zwei Tage vor Mai. Ach, du bist ja immer noch da, Husky. Hi. Hat dich das Rasenmähergeräusch immer noch nicht eingeschläfert? Ach, du bist gerade mal wieder wach. Okay. November wird eh heftig. Jurassic. Ja, und wann kommt Howie? Nicht zu vergessen, Forza Horizon 5. Wann kommt Forza Horizon 5 raus? Alles klar. Ja, Forti. Ich wollte gerade sagen, dann genieß deinen letzten Urlaubstag. Genieß die letzte Urlaubsnacht, mein Lieber. Und ja. Aber der Vorteil ist, ist ja dann eine kurze Woche. Auch November. Auch November. Eieiei. Weil, gut, Jurassic World Evolution 2 werde ich mir auch definitiv holen. Wir haben ja Teil 1 durchgespielt. Wir werden auf jeden Fall Teil 2. Da kommen ja, glaube ich, auf jeden Fall endlich Wassersaurier auch dabei. Das gab es ja bei 1 gar nicht, ne? Ich meine, Wassergeschichten, also Unterwasser. Dingens ist ja dann da jetzt mit bei, ne? Da freue ich mich richtig drauf. Weiß ich nicht, vielleicht so Megalodon oder sowas, wäre geil. Ich habe aber noch nichts davon gesehen. Auf jeden Fall, das werden wir uns auch holen. Ich weiß aber nicht, ob wir das dann, je nachdem, weil so viele, ich kann nicht von allen Spielen zum Release halt da, wer weiß, wie Gas geben. Weil Jurassic World Evolution 2 wird halt ein Game, das zocken wir über einen längeren Zeitraum. Ja, genauso wie jetzt gerade auch bei den Wake-Up-Streams Planet Zoo. Ja. Das zocken wir auch über einen längeren Zeitraum jetzt auch schon. Und da lasse ich mir natürlich Zeit. Deswegen werde schauen. Ich werde mir jetzt so langsam mal die ganzen Plan erstellen. Mal schauen, wann welche Releases sind von Games, die ich unbedingt haben möchte. Und dann schauen wir. Weil ich möchte auf jeden Fall Forza, möchte ich Release suchten. Das möchte ich direkt zum Release. Ja. Ich werde mir auch, ich habe ja eh gerade noch den, ich werde mir die Premium Edition vorbestellen. Da ich gerade eh noch einen Game Pass hast, kriegt man die da 20 Euro günstiger oder was mit Game Pass, glaube ich. Dann werde ich die jetzt über einen Game Pass vorbestellen. Die ist auch, Leute, ihr müsst euch übrigens, ihr müsst kein Geld in dem Sinne, wenn ihr sagt, oh, das ist aber teuer, Forza Horizon. Ihr müsst, wenn ihr einen Game Pass habt, ja, den, oder ihr könnt euch auch dann den Xbox Game Pass holen, der dann teilweise nur 1 Euro kostet oder so. Da ist Forza Horizon 5 wird definitiv sofort im Game Pass drin sein. Ja, allerdings, ne, dann natürlich aber nicht die Premium Edition, sondern die Standard Edition, die dann am 9.11. released wird. Und ich werde halt, denke ich mal, dann am 5. oder so werden wir direkt, wann da Release ist, werden wir, denke ich mal, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe Forza Horizon 4 so ein bisschen übersprungen, mehr, da habe ich auch gespielt, aber erst später und nur offstream. Forza Horizon 3 hatten wir damals sehr im Stream gesuchtet. Auch Forza Horizon Motorsport. Was war der letzte Motorsport? 7, ne? Den hatten wir auch gezockt. Und, ja. Schön. Wunderbar. Ja, aber gucken, was da auf jeden Fall, wie gesagt. Also das sind so die Knaller, die da noch kommen. Also die Titel, die Howie da auch so sagt. Jurassic World 2, LS22, Forza Horizon. Was kommen noch für Knaller? Was kommen noch für Knaller, auf die ihr euch freut? Vielleicht habe ich jetzt auch gerade irgendwie was nicht auf dem Schirm, ihr Lieben. Vielleicht habe ich da gerade irgendein Game auch nicht auf dem Schirm. Machen wir eigentlich noch einen Rasen hier oder was? Ja, ich habe vor dem Stream Red Bull getrunken. Ich bin auch fit, hör mal. Ja, oder was haben wir? Ich muss ja aber nicht wieder so ein Riesen-Okolyt hier. Den hatte ich doch gerade, diesen JW-Obstgarten da. Normal, den gleichen Scheiße. Das macht Chlamydia. Mit dem. Alter, was ist das denn? Noch ein Obstgarten für 2? Ja, das macht der. Ja, das mache ich aber nicht, Junge.
Junge, das macht. Junge, jetzt kann Grayson aber Gas geben. Das macht er schön mit dem kleinen Meer, Alter. Eieiei. So. Und wir machen jetzt noch was Gemütliches. Wir machen jetzt echt so ein Schnuckelding. Das ist doch, glaube ich. Nee, das ist nicht der neben dem. Neben. Weil das ist nicht der mit dem Holzpavillon. Was? Ranch Simulator wäre. Ja, genau, Watchy. So, was wäre mit Ranch Simulator? Ja, die letzten Horizon-Teile, die waren aber auch generell erstmal alle auch von der Größe schon immer, ne? Das Update, ist das nicht heute rausgekommen? Hatte das, gemütlich wie immer da. Na, schön gemütlich. Kam das nicht heute raus? Wurde doch vorhin im Stream gesagt. Also, wir können gerne, ich weiß nicht, was Forti am Wochenende vorhat. So für Sonntag, für einen Wake-Up-Stream oder so. Weil wir haben ja gesagt, dass wir das, wenn dann jetzt nochmal zu dritt, wenn dann zocken, ja. Ach, guck mal, hier der Rasen ist gar nicht hoch. Das geht wie's Fratzenkicken hier. Ja, heute, also wie gesagt, es haben jetzt schon zwei oder drei Mann im Chat geschrieben und gerade auch Matti wieder, dass heute das Update mit den Pferden gekommen ist. Ja. So, Leute, hier ist aber nicht, nee, hier, ich gucke jetzt mal, ob wir eine andere Map sehen. Hüpfen kann ich leider nicht. So, ich schau mal. Ist das eine Karte? Also die, zumindest, es kann sein, aber die, wenn es die gibt, haben wir die noch nicht gemäht. Aber ich meine, der Traktor kommt mir bekannt vor vom Vorschaubild. Das kann sein. Weil irgendwie ist das hier immer so Easter Egg-mäßig, dass da die, wie gesagt, ich kann leider nicht springen. Sonst würde ich da gerne mal über die Mauern gucken. So, Motor an. Wir müssen auf 6 Tiefe. Oh, das Messer müsste gewechselt werden. Warte mal. Sehe ich jetzt erst. Das ist nur noch halb. Wenn das halb im Arsch ist, Leute, dann. Ach. Dann kann das mal passieren. Dann wechsle ich das schon mal. Dann tanken wir auch mal voll, eben jetzt, wo wir schon mal dabei sind. Perfekt. Auf 5,7. Ja, alles klar. Schicke Autos haben die hier immer, ne? Also, die da bei den Leuten, bei denen wir so Rasen mähen, also das sind jetzt nicht unbedingt Geringverdiener, ne? Also muss man ja mal ganz klar sagen. Also die haben... Aber ich muss ja sagen, die sind aber auch nicht geizig, ne? Also unsere Auftraggeber... Oh, hier haben wir Blümchen, da müssen wir aufpassen. Unsere Auftraggeber hier, für die wir hier die Rasenflächen immer mähen, also die sind, sehr großzügig. Also wir können uns dadurch auch dank deren Großzügigkeit auch ein schönes Leben gönnen haben. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe also Forza Horizon 3 war halt, das haben wir mit Marvin und das war damals noch mit den ganzen Tanoan-Leuten. Puma, hi. Mit Marvin, mit Gage. Boah, wir waren so, ich weiß gar nicht, wer war da damals noch dabei bei Forza Horizon? Ich weiß, dass wir ganz, ganz, also Marvin hat das übelst gesuchtet, der Erel, das weiß ich, der Gage war viel dabei, ich weiß gar nicht, wer da noch alles damals dabei war, war da damals schon Sepp und so was dabei? Sepp so? Nee, ne? Ich weiß es gar nicht, wer da damals alles da war. Also viele von KW waren da auch noch ein paar dabei. Auch Stefan war mal ein... Der war aber nur ein Abend mal dabei. Stefan war nur ein Abend mal dabei. Ein Abendmahl dabei. Entschuldigung.
Steven? Ja, das kann, stimmt. Steven? Doch, Steven, aber auch nicht so oft, ne? Aber der war bestimmt auch, also ja doch, Steven war aber auch mal dabei. Doch, doch. Doch, bestimmt. Das ist ja eigentlich so Stevens Ding. Ja. Und dann hat Sascha die Wurst vom Teller geklaut? Was? What for the worst? Oh. Oh, hier die Scheißblumen, ey. Irgendwann sind die Auftraggeber nicht mehr so großzügig, ne? Wenn wir hier immer die... Wenn ihr hier immer die Blumen wegschnackelt. So. Hä, worum geht's? Was für eine. Worum geht's gerade? Was für ein Sascha Wurst vom Teller? Welcher Clip mit Sascha Wurst vom Teller klauen? Aber das ist jetzt nichts, wovon ich es weiß, oder? Ich habe ihm noch keine... Wovon rede ich? Ich habe Sascha keine Wurst vom Teller geklaut. Das würde ich mich gar nicht trauen. Klärt mich auf. Was für ein Clip mit Sascha Wurst vom Teller klauen? Worum geht's? Ach, Stefan! Wollte ich auch meinen. Ich kann mich da nämlich an nichts erinnern. Oh mein. Ich würde das nie machen. Ich würde mich das nicht. Stefan ist da mutig. Da ist der Stefan. Ich würde mich das nicht trauen. Und bei mir sollte sich Stefan das auch nicht trauen. So, Watchy. Du musst ja morgen, du bist ja, Leute, ihr müsst die Woche hier mit den Wake-Up-Streams immer, ne? Watchy ist schon immer, ich gehe um 8 Uhr live, außer nicht, dass ihr morgen ist streamfrei, morgen gibt es keinen Wake-Up-Stream, ich schlafe morgen aus. Morgen ist mein freier Tag die Woche, mein einziger freier Tag die Woche, also sei es mir gönnt, morgen ist für mich Sonntag, ja? Morgen ist mein persönlicher Sonntag, danach seht ihr mich die ganze Woche live. Und Watchy ist schon immer um 8 Uhr da. Der ist schon immer ab 6 am Malochen hier im Homeoffice oder so, ne? Aber morgen hier nix hier arbeiten. Also schlaf schön, Watchy-Leinchen. Träum was Süßes. Von deinem Chef. Ja. Ach, ich dachte mal, du bist im Homeoffice. Du bist schon dann richtig auf der Arbeit? Ach guck, siehst du, ich habe immer gedacht, du wärst im Homeoffice, weil du schon, weil wer geht freiwillig so früh ins Büro? No? Wer macht denn sowas? Junge, Junge, könnte mir nicht passieren, ne? Ja, wie gesagt, an die anderen nochmal, ich wiederhole mich da gerne auch mal, auch wenn es nervt. Aber erfahrungsgemäß kriegt sowieso sonst nicht jeder mit und Social Media List auch nicht jeder. Die Streamplanung der nächsten Tage. Ich bin also, wie gesagt, morgen ist mein freier Tag. Und dann gibt es aber den Rest der Woche bis Sonntag inklusive natürlich jeden Tag den Povi. So, Donnerstag fangen wir morgens an. Da gibt es einen Stream. Ein Wake-Up mehr oder weniger Open-End-Stream. Irgendwann nachmittags muss ich nur meinen Sohn dann holen, ja. Und dann höre ich dann auf. Ja, weil jetzt die letzten zwei Wake-Up-Streams, ich sage das deswegen, weil heute der halt begrenzt war, der ging bis 12 Uhr und gestern der auch, weil ich halt danach Termine hatte. Heute gibt es dann den zweiten, gestern nicht, weil Sohnemann-Tag war. Deswegen gab es nur den einen Stream. Donnerstag gibt es dann auch den einen, aber da auf jeden Fall länger als 12 Uhr, weil ich danach nicht so den Termin-Zeitdruck habe. Ich hole dann nur irgendwann meinen Sohn ab nachmittags. Und ja, das ist also dann Donnerstag.
Freitag gibt es dann auch wieder, sobald Sohnemann zur Schule ist, starten wir dann auch wieder morgens zeitig um 8 Uhr oder so. Ja, Donnerstag plane ich halt, dass wir fliegen, Planet Zoo, und dass wir fliegen und Planet Zoo am Freitag. So, Gott, mein Hirn ist schon manchmal, ist schon wieder durcheinander um die Uhrzeit, ja. Ich fange auch immer um 6 Uhr an, damit die Zeit die Feier machen kann. Ja, und bei dir ist ja auch noch wegen den Öffis, ne, dass du da halt deine Ruhe hast, ne. Das wäre für mich tatsächlich auch ein Grund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse, in öffentlichen Verkehrsmitteln, die Menschen, die Leute da teilweise drin, ich glaube, müsste ich mit Öffis zur Arbeit fahren, da wäre es mir auch scheißegal. Ich glaube, da würde ich dann auch lieber, wenn ich dann diese Gleitzeit hätte, ja, scheißegal, dann würde ich auch so, also dann wäre ich, da bin ich sowas von bei Krümelchen. Das Problem ist, ich fühle mich mega unwohl und teilweise auch, hört sich jetzt blöd an, vielleicht versteht das der ein oder andere, ich fühle mich unwohl in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und teilweise auch unsicher. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt vielleicht, ne, keine rational, also die Angst oder was. Aber ich fühle mich, ich habe kein Problem in der, also nicht also irgendwie öffentlich mit Menschen und bla, aber in öffentlichen Verkehrsmitteln fühle ich mich irgendwie unwohl. Keine Ahnung. Ich mag das nicht. Da gehe ich lieber zu Fuß. Also ich kann es nicht erklären. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Also wenn ich alleine dann besonders bin. Ne? Und deswegen, dann lieber zu einer Uhrzeit, wenn man irgendwie, ich weiß es nicht, so, wenn man einen Bus oder was, reden wir jetzt mal vom Bus, wenn du da morgens um 6 Uhr einen Bus nimmst oder sowas, oder um 5, da ist ja nichts. Schlimm wird's dann ab 7. Ja, ab oder ab halb 7, 7. Okay, Krümelchen versteht nicht, okay. Bin eigentlich totaler Nochmal. 6 Anfang ist voll der Horror für mich. Muss ja aber durch. Ja, du bist ja schon irgendwie so in deinem Rhythmus. Machst du eigentlich Krümelchen dann mal? Haust dich mittags mal hin nach Feierabend, ein Stündchen oder so? Um so ein Schlafdefizit? Also ich hatte das früher, als ich noch im Schichtbetrieb gearbeitet habe. Das heißt also Zweischichtbetrieb. Da hatte ich früh oh, was denn jetzt? Bei mir hängt's gerade hier. Das Game. Oh nein, sag nicht, das hat sich aufgehangen. Das Game hat sich aufgehangen. Das hatte ich ja schon lange nicht, dass sich das hier aufgehangen hat. Boah, das erste Mal seit 2-3 Wochen. Ich hatte da ganz am Anfang bei dem Game, hatte ich da mal Probleme, dass sich das weggehauen hat. Naja. Was ich sagen wollte. Ja, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank war das nicht bei der Map davor, ne? Gott sei Dank, ja, hier, hier, reagiert nicht. Als das Spiel gerade rauskam, da hatte ich das 2-3 Mal gehabt, aber ja, ist auch jetzt nicht so schlimm. Da habe ich mich, als ich Frühschicht hatte, hatte mich das gerade irgendwie gerade aus dem Konzept gebracht, da bin ich halt auch um 5 Uhr spätestens aufgestanden, meistens so, ja, 20 vor 5 hatte ich einen Wecker gestellt und dann aber, die hier Sleep-Taste, ja. 6 Uhr aber spätestens. Blackout, auch lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Hi. Du bist mal wieder im Büro, Kubi. Und ich war aber dann auch der Typ, wir haben dann auch abends immer noch gerne Fernsehen. Ich war halt nie der Typ, der dann, und ich brauche ja meine 7-8 Stunden Schlaf. Das ist schon mein Leben lang so. Also ich kann mal eine Nacht nur 5 Stunden schlafen. Das wirft mich auch am nächsten Tag jetzt nicht aus dem Orbit. Aber nicht auf Dauer. Es gibt ja viele, die schlafen generell nur 5 Stunden. Bei mir eine Nacht mal 5 Stunden macht nichts. Da bin ich morgen ein bisschen, ne, wenn ich normal im Rhythmus bin, eine Nacht 5 Stunden, Kiki. Ja. Da bin ich jetzt auch nicht, wer weiß, wie müde am nächsten Tag. Allerdings staut sich das bei mir. Und ich habe halt bei der Frühschicht, bin ich trotzdem wie immer um 11 oder was ins Bett. Und dann habe ich halt immer nur, wenn maximal 6 Stunden geschlafen die Nacht. Montags war das nie ein Problem. Aber das merkte ich schon dienstags schon, die zweite Nacht nur 6 Stunden. Ab mittwochs war es dann schon immer, da habe ich dann meistens,
schon Mittagsschläfchen gemacht. Aber es ging. Ich hatte halt auch 14 Uhr Feierabend. Ich mach mal eben ein bisschen so leise gerade. Ich hatte aber auch 14 Uhr Feierabend. Ich hatte es auch nicht weit zur Arbeit im Auto. Ich war schon 20 nach 2, halb 3 zu Hause. Und da war es doch vollkommen okay. Dann habe ich mich manchmal dann aber auch direkt dann hingelegt. Hab mir eine Wecker auf so maximal Stunde schlafen oder anderthalb, ja. Und dann war ja trotzdem dann mal 16 Uhr und war wach und war immer noch vor irgendwelchen Kumpels oder sonst was, bevor die zu Hause waren. Also da habe ich meistens schon so mittwochs, donnerstags oder so mal Mittagsschläfchen dann noch gehalten. Da bist du dann fit. Das staut sich bei dir auch nicht. Wie lange schläfst du denn normal? Also so im Schnitt in der Nacht, Krümelchen, so in der Woche jetzt. Weil du bist ja jetzt, guck mal, Alter Belli, wir haben 23.21 Uhr und du stehst doch, wann, 4 Uhr oder wann stehst du auf? Ne, du stehst ja quasi dann auf, wo die meisten sich noch dreimal umdrehen oder so. Auch maximal 10, du meinst minimal. Oder was? Du musst ja mindestens 10 Stunden schlafen? Aber dann noch nicht in der Woche, oder? So, wenn er raus muss oder so. Weil wenn ich mir überlege, wenn du wirklich immer 10 Stunden brauchst, 10 Stunden, und du bist arbeiten, ja, immer krass. Krass. 10 Stunden, weil wenn du dir überlegst, ich sag mal, wenn du um 6 Uhr aufstehen musst, das heißt, du gehst ja dann, wenn du um 6 Uhr, du musst immer um 20 Uhr ins Bett gehen, ne? Ja, aber gut, wenn das halt so ist, ne? Ich habe das auch schon mal, wenn ich total im Arsch bin oder so, dann habe ich das aber auch schon mal gehabt, dass ich sehr früh ins Bett gegangen bin, dass ich auch mal in der Woche 10 Stunden. Aber ich höre sehr viel auf meinen Körper, ne? Wenn ich das merke. Ich wäre froh, wenn ich mal 6 Stunden schlafen könnte, habe seit kurzem Atemaussetzer. Schlafapnoe, ne? Oder Apnoe. Ich hoffe, du warst schon beim Arzt, Schlaflabor etc. Davon, das ist gefährlich. Ne? Mein Problem ist, ich kann da nicht zeitig pennen. Mein Körper ist da irgendwie leicht doof. Nervt mich selber. Ja, kann ich mir vorstellen. Hierzu jetzt zwischen 4 und 5 Stunden. Und du bist trotzdem dann nachmittags wach. Das ist krass. Ja. Ja, die meisten, die ich kenne, schlafen um die 7 Stunden in der Woche. Ja. Das reicht, also 7 Stunden reichen mir aber auch. 8 Stunden ist supi. Meistens sind es 7 Stunden. 7 Stunden sind vollkommen. Das ist so mein Pensum. Ja. Und manchmal 8. Die letzten Nächte habe ich jetzt immer geschlafen. Gut. Die letzten Nächte habe ich aber auch nicht viel geschlafen. Also nicht viel. Habe ich auch nur 6,5 Stunden geschlafen. Die letzten beiden Nächte. Ich bin immer so um 11:30, 12:00 ins Bett und bin aber um 6:15 hat der Wecker gerappelt, 6:30 spätestens aufgestanden. Weil so nimmt man zur Schule und so. Ja, es geht aber. Ich bin relativ fit. Ich habe auch am Wochenende gut geschlafen. Ja. Es kommt aber auch immer drauf an, wie der Tag so war, wie anstrengend und ja. Aber wie gesagt, so 7 Stunden plus minus. Dann geht's mir eigentlich gut. Dann reiche mir einen normalen Körper. Ich glaube, jeder hat so. Ich glaube, keiner von uns hat einen normalen. Irgendwo hat jeder Körper so ein bisschen Spinnerei. Also um 5 Uhr, ja, aber wenn du sagst, ist gefährlich, sollte ich mal hin. Er macht das Blackout. Mit Schlafapnoe ist nicht zu spaßen. Ist es wirklich ernst. Das lass mal richtig untersuchen, die Gründe und, ja. Du kannst mal Schlafapnoe hier, ich zeig dir dann. Obwohl, nee, google das nicht, geh zum Arzt. Gut, man googelt keine, ich wollte schon sagen, google mal. Du kannst den Wikipedia-Eintrag dazu lesen. Mehr auch nicht, bitte. Rest nur vom Arzt. Roll mich. Ja, das Spiel wollte gerade auch. Das Spiel hat sich gerade alles voll freezed weggehangen hier. Komisch. Ja, das machen wir aber auch. Das Spiel wollte mir sagen, sonst hätte ich noch einen Garten und noch einen Garten oder so gemacht. Ja, deswegen Blackout. Ja, deswegen. Ja. Leute. Und ich möchte nicht schuld sein, dass ihr alle
Das finde ich, ja, du hast vielleicht auch deinen Rhythmus, Rübeking, ne? Ich habe das am Wochenende oder so auch. Ja, man ist in seinem Rhythmus. Wenn man Rhythmus hat, dann ist das halt so. Und es ist, das ist auch vollkommen, die Körper sind unterschiedlich. Es gibt wirklich, das ist so, ist ein interessantes, Schaf ist ein anderes interessantes Thema. Es gibt wirklich Leute, die brauchen, wer jetzt mal von gesundheitlichen Sachen, Schilddrüsen über Unterfunktion oder sowas, das hat auch was mit Schlafbedarf zu tun. Aber ich sag mal, wirklich ein normal tickender Körper ohne irgendwelchen Erkrankungen oder Fehlfunktionen, gibt es aber auch ganz, ganz unterschiedlichen Schlafbedarf und hat vielleicht auch ein bisschen was, auch sehr viel auch so noch mit Ernährung zu tun, mit, ich denke mal, es ist vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, ob man vielleicht hart körperlich arbeitet, obwohl auch wenn du geistig hart arbeitest, wenn du wirklich, wo du ordentlich Brainfuck hast den ganzen Tag, ne? Und halt, wie gesagt, der Schlafbedarf ist generell unterschiedlich, ne? Wenn ich mal jemanden Namen richtig ausspreche, der ist ja, also ich bin eigentlich eher so ein Namenvorleser-Legistheniker, aber der ist ja nun mal wirklich einfach. Der ist doch jetzt wirklich einfach. Ja. So, aber wir machen jetzt Feierabend, Leute. Wie gesagt, ich möchte nicht schuld sein, dass ihr noch weniger als 6 Stunden Schlaf bekommt oder sowas. So, ich würde sagen, Leute, wo sind die Leute, die auch bei Sascha Sub sind, wenn ihr nicht gerade eh bei, na gut, wenn ihr bei, gerade bei Sascha seid, weil ich schicke euch jetzt zu Sascha rüber, damit ihr auch das Emote spammen könnt, ja? Wir haben ja jetzt, wir haben ja ein Vieh-Emote, ihr Lieben. Und Sascha hat unser Bärchen-Emote. Das heißt, wenn ihr dabei seid, geht mal rüber, jetzt bitte, und dann haut ihr natürlich, könnt ihr mal das hier, was ist das? Wieso geht das nicht? Profi 5, Igai 5? Wieso macht der das? Also wird mir gerade nicht, ach so, warte. Ich weiß, warum mir das hier nicht angezeigt wird. Ja, so. Das ist mein. So, das hier, das könnt ihr jetzt beim lieben Sascha nochmal schön reinspammen, ja. Weil ich hau mich jetzt, nein, ins Bett gehe ich noch nicht. Ich habe ja morgen meinen freien Tag. Ich kann ja morgen auch, obwohl das Phänomen, was du gerade sagtest, ich bin trotzdem dann morgen zeitig wach. Aber nur, da, dass ich dann nichts machen werde und mich auf die Couch rollen werde oder so. Ja. So. Jenna. Mein Schnuffelchen. Fühl dich geknutscht. Ja, Krümelchen, du dich natürlich auch. Kubana sowieso. Ja, dankeschön für den richtig tollen Abend. Es freut mich, dass ihr die Emotes so feiert. Spammt mal jetzt ordentlich bitte beim E-Guy rein, beim lieben Sascha, die Emotes, weil High Five, abschlagen, ja. Also, ich möchte da jetzt die rübergehen, bitte hier ordentlich spammen. Danke für den tollen Abend. Schlaft schön. Ja, du auch, Jenna, komm gut zu liegen. Und ja, wir sehen uns am Donnerstagmorgen beim Wake-Up-Stream wieder. In diesem Sinne, gute Nacht, schlaft schön, bis Donnerstag. Tschüssikowski.